Moin, 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 moin und herzlich willkommen auf Gyros TV, seinem Kanal. Falls du neu bist, dann bleib bitte unbedingt bis zum Ende dran. Das ist nämlich eine der aufwendigsten und längsten Folgen, die wir bis jetzt dann hier produziert haben werden. Da ganze drei Rätsel, die alle schon bekannt sind, sich zu einem am Ende zusammenfügen werden mit ganz neuen Informationen. Und das Beste an der Folge ist, es ist noch nicht mal richtig gelöst. Es ist was, was wir alle zusammen lösen können. Und ich will nicht länger warten und euch einfach mal die Informationen mitteilen, die ich jetzt noch zusätzlich rausfinden konnte. Und das Ganze beginnt in Rhodes mit dem ersten, das ihr vielleicht eben schon kennt. Falls ihr es nicht kennt, ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass jeder die Sache kennt. Deswegen werden wir alle Sachen mit reinnehmen. Deswegen wird diese Folge eben auch so lang. Lasst euch also von der Laufzeit nicht irritieren. Das hat schon seinen Grund. Und ich mache unten eine Liste rein, wenn ich dran gedacht habe, setzt einen Timestamp für euch und ihr könnt dann dementsprechend schon vorskippen, falls ihr diverse Teile schon kennt. Allerdings würde ich euch empfehlen, komplett durchzugucken, denn ihr müsst alles nochmal sehen, um alles zu verstehen. Okay, dann sind wir bestens vorbereitet. Wir gehen jetzt rein in die erste Situation in Rhodes. Man beachte, während ich gelabert habe, stand der Typ schon die ganze Zeit da an der Außenwand und hat nichts gemacht. Er geht erst jetzt los. Wie gesagt, viele kennen die Situation schon. I've been trapped down here. Why are you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time, but this one might take the prize. No, wait, please. You gotta help me. It's that crazy gunsmith. He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn bird. Violence in Valentine. Read all about it. Und dann gehen wir da jetzt mal rein und werden den mal darauf ansprechen. Also, noch einmal, ihr kennt das alles schon, aber hier geht es tatsächlich um Sachen, die nach 5 Jahren noch neu sein werden für euch. Glaubt mir, dass ihr davon noch nichts gehört habt und glaubt mir, dass ihr da Lust haben werdet, eventuell da mal selber nachzurätseln, was es denn damit wohl auf sich haben könnte. Das sind Sachen, die bis jetzt, glaube ich, noch wirklich keiner bemerkt hat. Und dafür musste ich wirklich sehr genau nachgucken und durch nur einen ganz dummen Zufall habe ich was bemerkt. Und dann noch was bemerkt und dann noch was bemerkt und jetzt dreht sich sowieso alles in meinem Kopf. So. Ja, 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 ja. Oh, hey. I want to see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Nothing no worse down there, I swear. Well, why don't I be the judge of that? Open it now. All right, all right. Kleiner Fun Fact an der Stelle, ihr könnt die Waffe auch hochnehmen. Und wieder runter. Such a shame to wake him. You know, you could always come back after he wakes up. Er würde jetzt auch wirklich nur in die Luft schießen. You just stay away from me. Now what I tell you about talking to your paw that way? Oh, thank God. Don't shoot me, please! Just leave us be! Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good! I'm not your little boy, you mad son of a bitch! Why are you wearing that sailor suit? That crazy maniac put me in it! He thinks I'm his kid's son! Kidnapped me, he did! Do I look like a kid? Das kann man direkt vergleichen an der Wand, ob er looked like a kid. Da hätten wir einmal jemanden. Das wäre der vermeintliche Sohn, um den es wohl geht. Deswegen haben wir ja hier unten dann auch diesen Altar. Und wir werden dann mal behandeln, was die gängigste Theorie bisher war. Was haben wir hier unten sonst noch, wenn wir hier schon so eine super scharfe Grafik eingestellt haben. Hier haben wir ein Bild von dem Hund. Dann haben wir hier noch ein, zwei abgelegte Bilder, die sind nicht scharf gestellt oder irgendwas dergleichen, weil die, glaube ich, auch nicht für uns von Interesse sein sollen. Dann haben wir hier so eine kleine Waschwanne, ein Schaukelpferd. Ja,
So einen kleinen Stuhl. An der Wand steht Liar, also Lügner. Was ich sehr witzig finde, ist, dass das in den meisten Theorien, die ich gesehen habe, überhaupt keiner mit berücksichtigt hat, dass dieses Wort da an der Wand steht. Und einfach drüber hinweggequatscht haben. Dann haben wir hier noch mehrere Schuhe aufgehängt. Von der Größe her lässt sich jetzt ganz schlecht sagen, ob das irgendwie Kinderschuhe sein sollen. Ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, ja. Die sehen ein bisschen klein aus. Können wir uns nochmal angucken später. Da ist jetzt gerade wenig Licht. Ja, gut. Dann gibt's hier noch den... Please help me. You're not gonna help me. Take anything you want. Just leave us in peace. Dann gibt's hier noch so eine schöne Schrotflinte. Ich glaube, im Augenblick kann ich die Kamera nicht bewegen, ja. Here, am I? Take anything you want. Just don't harm my boy. Das ist ein Rätsel, bei dem man tatsächlich die Kamera nutzen muss, weil sonst würde man eine Sache gar nicht sehen. Das werdet ihr später noch. Also, das alleine, was diese ganze Isabeau-Thematik hier auf dem Kanal momentan ja auch betrifft, ist noch so ein Punkt, den musst du noch mit berücksichtigen. Wenn ihr Isabeau finden wollt, dann werdet ihr nicht mal mehr darum rumkommen, die Kamera mit zu benutzen, denn das ist ein Rätsel, nicht wegen der Schrotflinte jetzt mal unbedingt. Da gibt es noch eine andere Stelle, da wird die Kamera noch viel wichtiger werden. Aber ja gut, auf dem Thumbnail hatte ich es sogar schon mit reingepackt. Ich habe ein kleines Easter Egg in meinen Thumbnail für euch mit reingepackt. Ganz im Red Dead Style, ja, ja. So, und wenn wir hier nochmal ein bisschen genauer rangucken, dann sehen wir zumindest... eine kleine Verzierung, die ich nicht so ganz richtig erkennen kann. Ich würde sagen, also ein R ist klar zu erkennen. Entweder ist das ein R oder es soll so ein ganz komisches B sein. Aber ich würde eher sagen, das ist ein R in dem linken Kreis sozusagen. Kann ich noch ein bisschen? Wenn ich hier schon mein Greenscreen aufbaue, dann können wir da auch... warte. Ja, also hier so ungefähr, ne? Das Ding hier, das ist so ein R, würde ich sagen. Und dann dahinter... Jetzt wird es schwierig. Ja, was ist das dahinter? Ich kann halt nicht mehr weiter ran. Das ist das nächstmögliche XL vielleicht oder sowas. Dann ist das ganze Ding an sich ist ein großes C. Unten hast du noch diese Schnörkel. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr sagen würdet, was das da bedeuten soll. Ansonsten kann man noch die ganze Schrotflinte absuchen. Ja, sonst ist auch nichts weiter an der Schrotflinte zu erkennen. Es ist eigentlich nur diese eine kleine Verzierung zu erkennen. Und ansonsten habt ihr nichts weiter Besonderes an dieser Schrotflinte. Nur eben das eine Ding, was ich bisher erkennen kann. Und wenn überhaupt, dann ist vielleicht hinter Arthur seiner Hand noch irgendwo was versteckt. Warum das hier so fies ist mit der Hand, das werdet ihr gleich sehen. Das ist mit eins der fiesesten Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich bis jetzt hier entdeckt habe und von dem ich auch anfangs gar nicht wusste, dass das so eine krasse Nummer sein kann. So, na dann wollen wir den jungen Mann hier erstmal befreien. Damit er da nicht weiter rumheult und ja, es geht ja nicht anders. Ist PlayStation, Digga. Der macht Auto-Aim. Thank you. Oh, you sick son of a... Please forgive me. I know it was wrong. I just couldn't face that he was gone. Achso, hier gibt's noch eine Schatulle übrigens. I was teaching Sammy how to hold the rifle proper out by the river. Ich will mir mal ganz kurz den Münzbeutel angucken. Das habe ich bisher noch nicht getan. Ob der auch irgendwie was Besonderes hat. Sieht fast ein bisschen so aus, wa? So, auf der anderen Seite vielleicht noch was anderes? Nö, also auf der anderen Seite haben wir eigentlich auch nichts weiter. Ist zwar ein bisschen schick verziert, aber es ist nichts weiter darauf zu sehen. Wenn, dann überprüfen wir auch gleich mal alles. Also sein... Entschuldigt, dass ich den Dialog so ein bisschen unterbreche. So, er hat ja jetzt auch ein Foto rausgeholt. Na, im Augenblick ist ein bisschen blöde, weil wir andere Bilder drauf gar nicht richtig sehen können. Aber ist nicht weiter schlimm. Er hat
davon auch nochmal ein Bild, glaube ich, oben bei sich zu hängen gehabt. Nee, das hier glaube ich nicht. It all happened so fast, I didn't know what to do. I searched up and down that riverbank for days. So, ich glaube, aus der Position müsste es einigermaßen passen jetzt. Ja, so könnt ihr ja einigermaßen sehen, denke ich mal, ne? Da sehen wir so einen Jungen drauf. Ja, kriegt mich hier noch ein bisschen weiter reingedrückt. Ihr seht den Jungen und ihr seht den Vater da drauf. Und da geht man jetzt, und man sieht auch vor dem Geschäft, also dem Gunsmith Rhodes, kann man auch auf dem Foto sogar erkennen. Da drüber steht Rhodes. Es ist also dieses Geschäft hier auf jeden Fall. Ein älteres Foto. Und man geht jetzt ein bisschen davon aus, dass das halt er und sein Sohn ja sein sollen. Er erzählt ja gerade davon. Nur, dass der Typ auf dem Foto ja mal so gar nicht aussieht wie der Waffenhändler. Und das habe ich mich halt bei dieser anfänglichen Theorie. Es kommt jetzt nämlich gleich zu einem zweiten Event. Also, kleine Spoilerwarnung, falls ihr jetzt überhaupt noch nicht so weit gespielt habt und das hier noch nicht mal kanntet, dann werdet ihr das, wovon ich jetzt erzählen werde, auf jeden Fall nicht kennen. Denn würde mich sehr wundern, dass ihr das dann schon erlebt habt, aber das hier noch nicht. Und da die beiden Sachen miteinander zusammenhängen und das eine das andere triggert, ist es eigentlich auch nicht möglich. Von daher, hier geht man jetzt davon aus, dass der Sohn von ihm, der Wolfsmann, Wolfsmensch, Werwolf-Typ im Wald ist, der da nackt rumläuft. Und wieso das so ist, das werden wir dann gleich noch klären. Ich werde euch da dann was reinschneiden. Ich habe das schon abgearbeitet. Das hat ganz schön lange gedauert, bis ich ihn dann endlich mal gefunden hatte und dann auch das zweite Mal gefunden hatte und so. Und das muss man dann auch zum richtigen Zeitpunkt machen. Das kann man noch nicht am Anfang machen, weil man da noch nicht in dem Bereich von Ennsburg wäre, glaube ich. Und deswegen wird das dann auch noch nicht getriggert. Und deswegen hat das auch so lange gedauert, bis ich die ganzen Sachen zusammen hatte. So. Also wir sind uns, glaube ich, alle relativ einig, dass der Typ da links so gar nicht aussieht wie der Waffenhändler hier. Und wer das da links genau ist, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher. So, der Sohn da, das dürfte tatsächlich der Wolfsmensch sein. Da werden wir gleich mal zukommen. Und ja, ob der dem jetzt ähnlich sieht, das kannst du kaum sagen, weil der Wolfsmensch, der sieht halt schon ganz schön crazy aus, auf jeden Fall. Und von den Augen her sage ich mal, ja, könnte sein, aber so genau kann ich das nicht sagen. Aber es gibt ein ganz anderes Anzeichen dafür, dass das auf jeden Fall so ist. Und das werden wir gleich mal behandeln, das Thema. Gut, also wir schauen uns mal den Rest der Szene an. But I couldn't find my boy. I just miss him so much. And you! You remind me of him. You look just like him. I'm so sorry. Sah er so ein bisschen danach aus? Ich weiß nicht. Ein bisschen vielleicht. Minimal. So, hier haben wir noch ein Bild, was wir vorhin noch nicht mit... So, dann habt ihr das Bild auch nochmal sehr schön und deutlich gesehen. Ja. Da mache ich mir nochmal einen kleinen Screenshot selber von, weil der sehr gut kommt. So. Weiter geht's. Rest der Szene. Take what you want. I don't care anymore. Er ist jetzt abgehauen. Ihn könnt ihr weder befragen noch verärgern oder sonst irgendwas. Ihr habt jetzt einfach nur die Möglichkeit, ihm den Rest zu geben. Oder ihr könnt ihn auch einfach nur... Und das geht von dieser Position aus irgendwie nicht. Keine Sorge, ihr müsst euch aber irgendwie an die Treppe stellen. Das ist die einzige mir bekannte Position, die hier so ein bisschen klar geht. Und dann auch relativ schnell auf Fesseln drücken, ist ein bisschen schwierig bei mir immer irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht geht's ja bei euch sowieso leichter. So, wenn wir den abklonen. Es war alles so perfekt und wir haben es ruiniert, hat er gerade noch gesagt. Dann können wir uns das Dokument auch angucken. Und jetzt wird's so richtig tricky, denn hier mussten viele Leute dann nämlich mal feststellen, da ist ja irgendwas geschrieben, aber man kann es sich gar nicht richtig angucken, weil Arthur seinen Finger da ganz toll vorhält. Und wir haben keine Möglichkeit zu sagen, ey, Arthur, nimm mal den Finger weg. Hier haben wir eine Zeichnung des Sohns.
Und darauf sehen wir eine Ente und er angelt da irgendwie. Ja. Der sieht schon ein bisschen eher nach dem Waffentypen aus jetzt. Auf der Zeichnung. Und dann haben wir da hinten im Haus einmal zwei Leute und in einem weiteren Haus dahinter haben wir nochmal eine Person. Ist auch etwas, was viele in dieser Theorie gar nicht weiter berücksichtigt haben und sich deswegen auch nichts weiter gefragt haben. Alle haben sich aber nur was gefragt wegen dem Namen, der da irgendwie hintersteht und versteckt ist. Und um den lesen zu können, müsst ihr im Prinzip das Ding drehen und dann im richtigen Moment Start drücken. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Ja, hinten an sich könnt ihr ein E und ein Y erkennen. Wir versuchen es noch einmal. Hat nicht geklappt. Also wollte ich eigentlich nicht, aber ist auch relativ. Hupe, wir können noch ein N erkennen. Ein F hatten wir vorne und ich verrate euch, was da steht. Da steht Finey. Und das ist halt recht schwer zu erkennen. Man muss halt wirklich eigentlich sehr schnell im ersten Moment schon die Geschichte. Jetzt seht ihr noch das weitere E. Und ganz vorne das F haben wir auch schon gesehen. Also Finey steht da. Und das ist die Information, die wir brauchen von diesem Zettel. So. Er ist gefesselt. Den werden wir jetzt mal losschneiden. Ich krieg ihn noch auf die Fresse. Ich sehe es schon wieder kommen. Mann, alter Affe, steck doch mal das Seil ein, verdammter Hacke. Ich habe schon fünfmal den Befehl gedrückt. Er schlägt auch nicht zu gerade. Was ist das schon wieder für eine verpackte Kacke hier, Alter? Ich hau dir gleich eine weg, Alter. Boah, wie der ausrastet, Junge. Alter! Kommt der hinterhergelaufen? Ja, komm, dann bringe ich dich zu deinem vermeintlichen Sohn. Ja, komm doch. Und einfach verschwunden wieder im Nix, ne? Ja, ja. Das ist mir schon letztes Mal passiert, weil ich ihn schon einmal mitbringen wollte, da zu dem Wolfsmenschen. Klappt aber nicht, könnt ihr gleich vergessen. Kann ich euch an der Stelle schon mal sagen. Ich habe ja auch versucht, die beiden Einsiedler zusammenzuführen, um zu gucken, ob ich einen weiteren Dialog freigeschalten kriege, aber die beiden wollten sich nicht unterhalten. Wer die beiden sind, ihr wollt es wissen, nicht gesehen, schaut einfach rein in die Folge. Die ist mir ganz gut gelungen. Ich mag die Folge. Gefällt mir. Den anderen Teil habe ich jetzt auch schon rausgeschnitten, den Anfang, den etwas komischen Intro, da ich diese Blackwater-Folge jetzt bereits neu gemacht habe und nachher auch hochladen werde. Und wenn das hier rauskommt, dann ist das wahrscheinlich schon draußen. Also, warum das jetzt der Wolfsmensch sein soll, behandeln wir mal den Teil. Jetzt werden wir mal einen ganz kurzen kleinen Cut machen. Den Wolfsmenschen findet ihr auf der Karte. Bevor ich meinen Cut mache, zeige ich euch zum... Haha, das geht ja gerade im Augenblick noch gar nicht. Muss ich mit Arthur noch weiterspielen? Nein, muss ich eigentlich nicht. Dann kann ich mal zu John rüberwechseln, damit ich dann auch wieder die ganze Karte habe. Zumindest was den Teil da hinten dann betrifft, auf jeden Fall. Gut, dann wechseln wir mal zu John. Bis gleich. Jetzt sind wir erstmal ganz kurz in Ennsburg und da möchte ich euch kurz zwei Sachen zeigen, beziehungsweise ich zeige euch nur eine Sache, die andere werde ich jetzt nicht machen, denn ich möchte jetzt hier nicht unbedingt den Stress auslösen und dann muss ich alles neu laden und so weiter und so fort. Also, hier an der Seite vom Bahnhof in Ennsburg, da findet ihr einen Steckbrief. Das ist übrigens der zweite Steckbrief, der immer wieder auftaucht und bis jetzt auch nicht geklärt wurde, genauso wie der von Isabeau. Also ist nicht das einzige Rätsel, das es hier zu lösen gilt, das immer noch ungelöst ist. Aber hier sind wir jetzt auf einem ganz neuen Kurs, denn hier hat sich tatsächlich mal was Neues ergeben. Und den könnt ihr euch einstecken, den habe ich aber schon eingesteckt. Und eine zweite Sache, die ihr hier in Ennsburg noch bekommen könnt, ist
ein Zeitungsausschnitt, den kriegt ihr aber von irgendeinem NPC. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen im Ort jemanden plündern, der hier in Enzberg rumläuft. Kleiner Tipp, der Zugfahrer, der funktioniert immer ganz gut. Wenn er gerade, der sitzt ja meistens hier, wenn der Zug irgendwo im Bahnhof rumsteht, sitzt der meistens vorne in seiner Kabine und wartet darauf, dass er irgendwann wieder losfährt. Den könnt ihr dann in dem Moment abplündern. Ist ein bisschen schwierig mit dem Seil. Ihr müsst wahrscheinlich ein Messer benutzen. Der ist aber auf jeden Fall immer so ein zuverlässiger Kollege, der diesen Zeitungsausschnitt hat. Ich glaube, es gibt ein Event tatsächlich unten am Fluss mit einem Puma, das eigentlich dafür gedacht ist, dass ihr dann die Leute abplündert, die gerade gefressen wurden. Und da habt ihr dann im Endeffekt auch oftmals den Zeitungsausschnitt. Der ist aber komischerweise nicht hier in Enzberg, der ist mehr weiter oben in Roanoke, da in der Nähe vom Wolfsmenschen, zu dem wir uns jetzt auch gleich rüber begeben werden. Wir werden uns mal diese beiden Dokumente schnell angucken, von denen ich eben gerade erzählt habe. Das eine ist, wie gesagt, ein Zeitungsausschnitt. Und da ist der Zeitungsausschnitt der Bennett-Brüder. New Hannover Gazette, 12. August 1896. Brüder getötet im blutigen Todesdreieck. Drei Brüder aus Enzberg in Roanoke Ridge haben sich Berichten zufolge gegenseitig umgebracht. Freunde der Familie sagen, dass sich die Brüder Gideon, Ira und Earl Bennett außerordentlich nahe standen, aber sich vor kurzem wegen einigen Goldes verstritten hatten, das einer angeblich dem anderen gestohlen haben soll. In der Vergangenheit hatten die Männer alle bereits Probleme mit dem Gesetz und da endet der Artikel, denn es ist ja nur ein Zeitungsausschnitt, so ähnlich wie bei Micahs Ausschnitt und so weiter, oder, ne? Kennt ihr, brauche ich nicht erklären. So. Das andere Dokument, da hätten wir ja eigentlich auch in der Tasche bleiben können gerade, war dann der Steckbrief, den ich im Augenblick komischerweise einstecken habe. Den von Prinzessin Isabeau habe ich jetzt komischerweise irgendwie wieder nicht einstecken, obwohl ich den schon 20.000 Mal eingesteckt habe in dem Durchgang, aber keine Ahnung. Auch sehr verdächtig. Vielleicht ist das der Hinweis, dass wir das gar nicht versuchen brauchen, wa? Aber ihn kann man anscheinend vielleicht lösen. Denn ihr seht ja, dass der Steckbrief sogar noch an der Wand hängt. Ich habe ihn ja noch gar nicht eingesammelt. Und habe ihn aber schon in meinem Sortiment. Den von Isabeau habe ich auch schon 20 Mal eingesammelt und habe ihn nicht in meinem Sortiment. Ja, den können wir auch ganz sein lassen. Nee, Spaß. Wir werden trotzdem weitermachen. Ihr seht ja, dass immer wieder neue Sachen rauskommen werden. Oder rauskommen können. Das werdet ihr am Ende dieses Parts sehen, dieses Videos. Das sehr lang sein wird, habe ich euch gesagt. So. Also, der Steckbrief von Gideon Bennett. Achso, komm, dann können wir den hier auch einstecken, dann macht er gleich. Dann brauche ich nicht in die Tasche reinkramen. Dann hat er ihn gleich in der Hand. Aber viel mehr steht da auch nicht. Wir können uns aber auch mal kurz durchlesen, was da noch so sonst drauf steht. Ich finde es auch wieder total lächerlich, dass die das nicht ins Deutsche übersetzen. Selbst wenn ich nach unten gucke und man denkt, okay, vielleicht muss ich da ja drauf gucken. Nein. Was das soll, verstehe ich auch nicht. Aber okay. Ist nur eine kleine Sache. Das ist wieder... Ist nicht mal meckern auf höchstem Niveau. Ich meine, wir bezahlen das Spiel, wir wollen miträtseln und die übersetzen einfach den ganzen Steckbrief nicht. Finde ich ein bisschen lächerlich, so, wa? Wenn, was da steht, ist zuletzt außerhalb von Butcher Creek gesehen. Und das ist dann ein Hinweis, den man auch bekommt in Zusammenhang mit dem Rätsel der Bennett-Brüder. Und wer das Rätsel noch nicht gelöst hat, der sollte dann halt vielleicht sich nicht spoilern lassen, aber... Hier geht es im Endeffekt gar nicht mal um dieses Rätsel und wo das Gold liegt und so weiter und so fort. Das ist alles eher uninteressant. Der ganze Teil der Geschichte an sich, die dazu kommt, der Teil ist interessant. So, jetzt machen wir uns nochmal rüber zu der... Oh, okay, boy. Das liegt jetzt hier, wollte gerade sagen, warum macht er das? Weil da drüben Häuptling glänzende Haut sitzt und gerade Enzberg verlassen will. Diesen Moment habe ich hier gerade wieder. Den hatte ich damals nicht mit abgespeichert. Als ich das Video über die Gang und was danach geschah, gemacht habe. Deswegen ist er da gerade wieder abgestiegen vom Pferd. So. Ist jetzt gar nicht so weit. Und zwar müssen wir hier nach Roanoke Valley einfach nur rüber. Hierhin werden wir uns begeben. Und da werden wir dann gleich mal ein bisschen in die Dokumente reinschnökern, die ich da so mit euch durchgehen muss, damit wir hier das gesamte Ding verstehen. Jetzt sind wir drüben bei der Höhle der Wölfe. Das ist William, ne? Alles cool.
Hat ja ein bisschen gepasst. So. Das ist die Höhle, in der wir letzten Endes den Wolfsmann kennenlernen können. Den Wilden, glaube ich, so wird er hier im Deutschen dann betitelt. Feralman oder auch Wolfman im Englischen, da sind sich alle ein bisschen unsicher. Ich werde eure Unsicherheit heute ein für alle Mal ein bisschen Sicherheit verschaffen, in welche Richtung das Ganze hier auf jeden Fall gehen wird. So, ihr habt insgesamt zwei Möglichkeiten, den zu treffen, oder zwei Begegnungstreffer bisher. Da bin ich selber noch ein bisschen am Überlegen, ob es nicht eventuell wieder eine Möglichkeit gibt, da noch mehr rauszuholen, wenn man halt mit einem super guten, hohen Ehre-Status hier durch die ganze gesamte Geschichte von Red Dead Redemption 2 läuft. Das wäre dann noch so ein weiterer Fall, wo ich mir das vorstellen könnte. Eine Begegnung habt ihr, wenn ihr das erste Mal dann hier hinten irgendwann langreitet, wenn ihr in Ennsburg, glaube ich, schon dann so von der Geschichte her auch seid. Das ist irgendwann erst, glaube ich, in dem Dreh wird das freigeschalten. Also manche Sachen haben auf jeden Fall ganz schön lange gedauert, bis es endlich mal passiert ist. Und zwar zwei Sachen genau. Ja. Fangen wir mal jetzt erstmal mit dem Wolfsmenschen an, denn ich hatte ja gesagt, man vermutet, dass das der Sohn von dem Waffenhändler sein soll. Und warum das so ist, das werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Ich zeige euch erstmal gleich noch die zweite Begegnung. Belassen wir es mal nur bei der zweiten Begegnung. Bei der ersten Begegnung passiert auch nicht sehr viel, das kann ich euch kurz relativ schnell beschreiben. Ihr seid ja hier auch da, wo diese Wikinger Opferstätte ist. Das Thema hatten wir auch gerade erst behandelt. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, da sind sich tatsächlich, was diese Inschrift betrifft, die kann eigentlich dadurch stimmen. Allerdings kann die auch gelogen sein, aber es ist tatsächlich auch unklar, ob die damals überhaupt mit den Skandinaviern Krieg geführt haben oder ob die Skandinavier nicht tatsächlich unter sich selber. Das ist tatsächlich auch unklar. Also es ist eigentlich sehr detailliert dargestellt und sehr authentisch dargestellt, was diese Wikinger-Sache betrifft. Wollte ich mal kurz gesagt haben. Da gab es einen Kommentar drunter, ich fand das ganz gut, habe dann mal nachgeguckt und gedacht, okay, die sind sich selber gar nicht so richtig einig da, was die Thematik betrifft, deswegen kann man es nicht so genau sagen. Gut. Also, hier in der Nähe trefft ihr denn den Wolfsmann zum ersten Mal, einfach irgendwann beim Vorbeireiten, hört ihr den heulen. Er kommt mit zwei Wölfen auf euch zu, ihr könnt ihn nicht verfolgen, das ist nicht möglich. Ich habe erst das probiert und dann habe ich gemerkt, ach so, es gibt zwei Begegnungen, gut, dann kann ich die erste ja mal streichen. Deswegen hat es dann auch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann endlich mal irgendwann die zweite Begegnung hatte. Da läuft er dann für gewöhnlich anscheinend alleine rum und ihr könnt ihm einfach folgen und hinterherlaufen. Dauert halt, wie gesagt, ein bisschen, es ist ein paar Tage später irgendwann. Und es ist auch anscheinend verbunden mit dem Event vom Waffenhändler. Das heißt also erst, glaube ich, wenn wir den unten abgeplündert haben, dann erst kriegen wir auch das zweite Event hier angeboten, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall hängen die beiden miteinander zusammen. Also eins löst auf jeden Fall irgendwie das andere aus. Soweit ist auch irgendwie in den Spieldateien verankert, glaube ich. Ja, gut. Wir schauen uns die zweite Begegnung an und dann geht's hier an der Stelle gleich weiter. Bis gleich. Hey, nice dogs. Big dogs. Get them! Listen, friend. I'm sorry,
About your companions. Rider of some sort. Figures. Oh, was haben wir in dieser Szene sehen können? Zunächst mal hatten wir die Möglichkeit, dass wir ihm freundlich oder nicht freundlich begegnen können. Das fand ich schon mal wieder auffällig. Dann hat man ja auch die Möglichkeit, wegzulaufen. Etwas, was ich gerne noch ausprobieren möchte. Und dann würde ich mal gucken, ob ich, wenn ich da ein, zwei Tage später dann vorbeikomme, ob die Sachen dann zwar weg sind von ihm, aber das Buch dann vielleicht trotzdem noch da liegt. Oder ob sich vielleicht noch eine dritte Begegnung auch irgendwie triggern lässt. Da rechne ich sogar ganz feste, ehrlich gesagt, mit. Dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man mit höchster Ehre vielleicht den Wölfen keinen Schreck mehr einjagt. Auch das finde ich eine sehr interessante Theorie, die ich mal überprüfen möchte. Und deswegen alles. Es gibt so viele Sachen, bei denen ich sage, es muss ein neuer Durchlauf starten, bei dem ich einfach die ganze Zeit auf die gute Ehre achte. Und dann halt nochmal durch die ganzen Situationen durchgehe. Weil das sind so ein paar Dinger dabei, da könnte ich mir echt vorstellen, es macht dann vielleicht wirklich einen Unterschied aus. Nicht zuletzt, weil dieser Cheatcode auf die höchste Ehre so eine komische Bezeichnung hat halt, ne? So, und um der Verwirrung jetzt mal so richtig, jetzt wird der Teil starten, wo euch die Köpfe langsam anfangen zu brennen. Denn wir gehen das Buch mal durch und dann werden wir mal die Theorie erstmal durchgehen, warum man jetzt auf die Idee gekommen ist, dass der Wolfsmensch, Mann, was auch immer, ja, erstmal noch was auch immer, gleich klären wir das ein bisschen genauer, warum das jetzt der Sohn von dem Waffenhändler sein soll, den er da beschrieben hat. Wir gehen auf das Dokument. Tagebuch des Wilden. Ich habe nochmal einen Schluck Kaffee getrunken, bevor es losgeht. Also, Tagebuch des Ausreißers. Das ist nämlich eine ganze Menge und ich brauche einen etwas befeuchteten Mund, damit das hier auch funktioniert. Wichtig ist, wir müssen mal jetzt schon mal auf das Datum achten. 1881, Oktober, können wir uns dazu merken. Aber wichtig ist erstmal so das Jahr 1881, roundabout diese Zeit, das müssen wir uns merken. Heute ist mein Geburtstag. Mutter hat mich von der alten Sirs baden lassen. Alleine da habe ich schon irgendwie mich gefragt, warum sich das eigentlich nie jemand anscheinend wirklich gefragt hat bei den ganzen Theorien, die ich da so verfolgt habe. Ist schon der erste... Naja, nicht der erste, der zweite Satz schon gleich so aussagekräftig. Aber gut, wir lesen erstmal ein ganzes Stückchen. Also erstmal lese ich einmal komplett durch jetzt für euch und dann fangen wir mal an, die ganzen Dinger. Das ist ein sehr langer Brief. Mutter hat mich von der alten Sirs baden lassen und mir meinen Sonntagsanzug angezogen. Und nach der Kirche habe ich mit dem Pfarrer geredet und gebetet. Die alte Sirs hat einen Kuchen für das Sonntagsessen gebacken und Vater hat mir eine Flinte gegeben und gesagt, dass sie jetzt mir gehört und ich gut darauf aufpassen soll. In den Schaft ist und jetzt bist du ein Mann vor Gott und mir eingraviert und der Lauf und der Abzugbügel sind filigran verziert und sie ist wirklich wunderschön. Vater sagt, dass ich bald mit ihm auf die Jagd darf. Mama sagt, sie fand den Kuchen von der alten Sirs nicht so gut. Aber ich fand ihn sehr süß und die alte Sirs hat mir Blaubeermarmelade dazu gegeben und die war auch süß. 22. Oktober 1881. Vater hat mich heute auf die Wachteljagd mitgenommen. Wir sind vor Sonnenaufgang losgegangen und ich musste meine Flinte selber tragen, aber ich habe nicht gejammert, obwohl sie so schwer war. Vater hat 4 erwischt, aber ich habe 2-mal daneben geschossen, obwohl Kuter so viele Wachteln aufgescheucht hat. Kuter ist also ein hier beschriebener Hund für die Wachteljagd. Ja? Meine Augen wurden immer wieder von der Schönheit der Wälder abgelenkt. Vater sagt, es war schon in Ordnung, aber ich weiß, dass er enttäuscht von mir ist. Ich schäme mich.
29. Oktober 81. Ich habe heute eine Wachtel erwischt. Es geht auf das Ende der Saison zu und die Wachteln sind sehr groß und ich habe sie in den Hals getroffen. Deswegen war sie voller Blut, als Guter sie zu uns gebracht hat. Zu meiner großen Schande muss ich gestehen, dass mich der Anblick des Hogels und des ganzen Blutes zum Weinen gebracht hat. Und Vater war sehr unzufrieden und hat mir eine Lektion erteilt und der alten Sirs gesagt, sie soll mich danach nicht mit Beinwell einreiben, deswegen tut es immer noch ziemlich weh. Ich will nie wieder jagen gehen. 15. November 1881. Es ist sehr warm für diese Jahreszeit. Vater nennt es Altweibersommer. Er nutzt die Gelegenheit und geht jede Woche auf die Jagd und verlangt, dass ich mitkomme. Ich hasse es. Die Flinte ist so schwer und das Schießpulver brennt mir in den Augen und ich habe die ganze Zeit in der Nase und habe es die ganze Zeit in der Nase und im Mund. Vater hat sich bei Mutter beschwert, dass die alte Sirs mich wie ein Kind behandelt, also badet sie mich nicht mehr. Aber ich bin kein Kind, deswegen bade ich mich jetzt selber. Ich würde gerne nie wieder jagen gehen. Ich schreibe das hier, weil wir in der Schule Mein Leben unter den Bäumen von Jeremiah Stanfield Winthrop gelesen haben. Oder lesen. Es handelt von einem Jungen, Winthrop, der von zu Hause weggeht und in der Natur lebt. Er baut sich eine fantastische Hütte tief im Wald und bastelt verrückte Fallen, um die Mitglieder seiner fürchterlichen Adoptivfamilie einzufangen, die ihm immer hinterherjagen. Irgendwann erzählt Winthrop, dass er eine neue Familie findet und sehr glücklich mit ihnen ist. Ich frage mich, ob das so wirklich möglich ist. Ob sowas wirklich möglich ist. 3. Dezember 81. Ich habe mir vorgenommen, dass ich von zu Hause weglaufen werde, wenn Vater mir nochmal eine Lektion erteilt. Und heute hat er mir eine erteilt, nachdem ich seine Pferdedecke über Nacht draußen gelassen hatte. Damit ist es entschieden. Ich habe die nötige Kleidung und Vorräte für die Reise gepackt. Ich habe eine Landkarte und schon eine Route nach Südwesten, wo ich vor der Kälte verschont bleiben sollte. Wenn sie denn kommt. Das Laub hängt tot an den Zweigen und es ist immer noch warm. Ich habe das Messer mit dem Holzgriff, das mir Vater gegeben hat, meine Köderkiste, ein Stück kräftigen Draht und auch einen Kompass, aber ich werde meine Flinte nicht mitnehmen. Ich brauche sie nicht und ich will sie noch viel weniger und niemand, dem ich begegnen werde, wird sonderlich von ihr beeindruckt sein. Ich werde Mutter und die alte Sirs vermissen, aber ich bin fest entschlossen. Ich habe 2 Gläser Blaubeermarmelade von der alten Sirs gestohlen. Hoffentlich verzeiht sie mir. 24. Dezember 81. Heiligabend. Ich glaube, ich habe es nach North Carolina geschafft, aber vielleicht ist es auch noch Virginia. Ich bin froh, dass ich meinen wärmsten Mantel eingepackt habe, denn nachts wird es sehr kalt und es ist nötig, obwohl ich ein Feuer mache. Ich schäme mich, es zu sagen, aber ich habe schon die ganze Blaubeermarmelade von der alten Sirs und meine anderen Vorräte aufgegessen. Obwohl ich einen Bach gefunden habe und 2 Saiblinge fangen konnte, an denen ich einige Tage essen konnte. Ich fühle meine Rippen schon durch mein Hemd und nachts sehe ich gelbe Augen in der Dunkelheit, aber ich hoffe, dass sie sich nicht an mein Feuer trauen. Wäre Kuder doch nur bei mir. 1. Januar 81. So. Da ist erstmal auch ganz toll, ne? Ich reg mich ja sowieso schon über die Übersetzung hier auf. Und da hat der deutsche Übersetzer auch mal wieder richtig schön reingeschissen, wenn ich das mal so sagen darf. Da steht 1. Januar 82, Digi. Ja? Also gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Das ist bei solchen Rätseln nicht unwichtig, dass man da auf die richtigen Daten achtet. Ich zeig's euch gleich. Also 1. Januar 82. Ich fürchte, die Tinte in meinem Stift neigt sich dem Ende zu. Und so geht es auch dem Rest von mir. Gestern Nachmittag... Scheiße, was ist das denn für eine Betonung? Gestern Nachmittag bin ich in einem Rudel Welpen, das war wegen der Rage von vorher, wegen der Übersetzung. Gestern Nachmittag bin ich in einem Rudel Welpen begegnet und einer von ihnen hat meine Hand abgeleckt. Das war ein schöner Moment, an den ich mich für immer erinnern werde wahrscheinlich. Au, in dem Moment ist er zum Wolf geworden. So, das ist eine ganze Menge. Ich zeige euch einmal ganz kurz, dass mich das aufregt, hier auf der zweiten Seite. Da, 82. January 1st, 1882. Das heißt 82, nicht 81. Ja, naja, gut. Zum Glück habt ihr ja Gyros TV und der achtet immer ganz genau auf alles und deswegen kriegen wir das dann vielleicht doch noch irgendwie am Ende zusammen alle ausgerätselt. Aber wie gesagt, ich habe auch noch keine feste Finale. Ja, genau so ist es. Sache. Und jetzt wird's richtig tricky und jetzt wird anfangen, euch langsam der Kopf ein bisschen zu platzen. Denn bis hierhin war vielleicht noch alles bekannt und auch vielleicht die Tatsache, warum das jetzt irgendwie so einen Bezug auf den ganzen Krimskrams da im Waffenladen hatte. Das können wir jetzt nochmal ganz kurz durchgehen.
Also, Mutter hat mich von der alten Circe baden lassen und mir meinen Sonntagsanzug angezogen und nach der Kirche habe ich mit dem Pfarrer geredet und gebetet. So, baden lassen. Ja, wir haben diese kleine Waschwanne da unten und so und dann steht da auch später nochmal, dass er abgeschrubbt wurde und aber dann nicht mit Beinwell eingerieben werden soll und so weiter. Ja, also da haben wir ja diese kleine Schrubberwanne gesehen unten im Keller. Das ist schon mal das erste Anzeichen darauf gewesen. So, Vater hat mir eine Flinte gegeben und gesagt, dass sie jetzt mir gehört. In den Schaft eingraviert und jetzt bist du ein Mann vor Gott und mir. Und Lauf- und Abzugbügel sind filigran verziert und wirklich wunderschön. Wir finden auch eine Flinte unten im Keller. Die passt aber nicht so ganz zu der Beschreibung, die wir hier sehen. Es gibt noch eine weitere, die man hier in der Nähe finden kann. Und zwar die vom Einsiedler, die wir ja gerade erst in der anderen Folge gefunden haben und behandelt hatten. Und die können wir uns auch mal kurz nehmen. Die müsste ich ja eigentlich noch dabei haben. Warum ich so peinlich genau bin, das werde ich euch sagen, denn wir werden später noch was entdecken. Da musst du peinlich genau sein. Und ich habe euch schon gesagt, man braucht die Kamera, um dieses Rätsel hier weiter voranzutreiben. Und das hat deswegen wahrscheinlich auch wirklich noch nie jemand bemerkt, was ich entdeckt habe. Ja, auch nach so viel Zeit kann immer noch was Neues dazukommen. Deswegen bleibt ganz gespannt. Aber wir können hier sehen, dass eigentlich nichts weiter, also Spruch kann ich jedenfalls nicht mit hier vor Gott und so weiter und so fort. Sehe ich nicht eingraviert auf dieser Waffe. Das heißt, auch die vom Einsiedler fällt da eher ein bisschen flach und ist nicht ganz die, die er beschreibt. Was allerdings verdächtig ist bei der Waffe vom Einsiedler, ist, dass wir hier drauf einen Hund sehen, jemanden, der jagt. Und es sieht sogar nach Wasservögeln so ein bisschen aus, aber er hat Wachteln geschrieben. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Wachtel da drauf. Wenn eine relativ große Wachtel jedenfalls. Eine sehr fette Wachtel. Das war vielleicht 1800, hatten die Wachteln noch ganz gut, da standen die noch gut, da ging es den Wachteln noch besser. Man weiß. Ja, aber es ist auch nicht so ganz das, was er beschreibt. Plus, er hat ja auch gesagt, dass sie wunderschön ist. Und nach dem, was er beschrieben hat, ist er ja mit der Jagd nicht ganz so. Also da gehe ich sogar mit. Das sagt auch diese bisherige Theorie, dass es ein bisschen unwahrscheinlich ist, irgendwie, dass er diese Flinte gemeint haben kann. Denn er wird wohl kaum die Jagd beschrieben haben. Wobei sie halt in der Nähe gefunden wurde. Denn die Flinte, wir sind hier in Roanoke Valley und die Flinte kann man gleich hier drüben bei dieser Hütte finden. Da ist der Einsiedler. Und wenn sich hier so das ganze Ereignis zugetragen hat, halte ich diese Flinte nicht für ausgeschlossen. Aber wie gesagt, es gibt hier noch Lücken und deswegen zeige ich euch das jetzt und vielleicht kriegen wir das ja alle dann zusammen raus. Ist eine coole Sache, also ich zeige euch das, was auf jeden Fall neu ist und jetzt wieder zurück zum Text. Also ist der erste Satz für viele wichtig gewesen wegen dem Baden und wegen dieser kleinen Wanne. Für mich war viel, viel interessanter und jetzt wird es wirklich langsam tricky. Es gibt noch ein, zwei andere Sachen mit der Verbindung, warum das auf den Wolfsjungen passt. Das können wir auch gleich noch durchgehen da unten. Also Wachteljagd und so weiter, die Schrotflinte, die hat er auch nicht mitgenommen. Deswegen finden wir die ja dann auch im Keller. Also ich nehme auch mal an, es ist halt irgendwie was mit dem Keller und so. Dass der Junge da definitiv hingehört, dafür habe ich ein ganz klares Anzeichen gefunden. So. Also nur, dass das halt in eine Richtung geht, mit der ich gar nicht gerechnet hätte, dass das jetzt auf einmal noch dazu kommt. Und da werdet ihr gleich selber überrascht sein, denn wir werden noch auf eine ganz andere Ebene gleich gehen. Haben wir ja noch was gehabt, was da sich so verbinden ließ? Genau, der Hund, Kuter. Wir haben unten im Keller noch das Bild von einem Hund gehabt. Auch das ist so ein ganz klarer Hinweis darauf. Vater, Mutter haben wir auch irgendwo auf den Fotos gesehen hinten. Da waren ja alle drei auf der Anbauwand. Anbauwand, sag ich schon. Auf dem Bücherregal, auf dem kleinen Brett da halt, ne? Sideboard oder wie sagt man dazu auch? Naja, gibt so viele komische Begriffe. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich hatte ja direkt hinter den Matrosen einmal so gefilmt und da haben wir das alles gesehen. Gut, der Matrose selber, der hat jetzt, glaube ich, am allerwenigsten mit der Story zu tun. Der ist einfach nur ein Opfer von dem Waffenhändler unten. So. Der Waffenhändler, der vermeintliche Vater, bisher die Theorie, die alle so
stehen haben, aber bei der sich, glaube ich, auch die meisten nicht so ganz sicher sind, warum, weshalb. Er sieht auch irgendwie nicht so ganz danach aus und das stimmt. Und das werde ich euch auch beweisen, dass das nicht so ist und dass er das auf keinen Fall ist und da sich irgendwas ganz anderes zugetragen hat. Nur was genau, da bin ich noch nicht so sicher. Und hier wird dann der Teil klar, dass er dann abgehauen ist. Er kam halt mit der Sache nicht klar unten, ne? Er hat sich dann vorgenommen, wenn sein Vater ihm nochmal eine Lektion erteilt, dann würde er das Weite suchen. Er hat sich dann nur noch sein Messer mitgenommen. Das Messer können wir auch bei ihm finden. Das ist was, was ich jetzt ein bisschen schade finde und das tut mir auch ehrlich leid. Ich würde das Messer halt voll gerne untersuchen, nur ihr habt ja in der Szene gesehen, es ist halt so blöde unter den Stein geknallt. Ich habe den Teil extra nochmal mit drin gelassen, damit ihr jetzt versteht, warum ich das Messer nicht untersuchen kann. Der kam ich nicht ran. Ich habe es jetzt nicht eingesammelt, ich kann es jetzt gerade nicht untersuchen und ich komme nicht mehr an den Wolfs... Also ich glaube, das habe ich jetzt echt versemmelt dadurch, in diesem Durchlauf. Ich müsste jetzt nochmal in einem vorherigen Speicherstand und diese ganze Wolfsmann-Nummer nochmal machen. Werden wir alles in einem anderen Durchlauf nochmal neu behandeln. Und wie gesagt, ich will auch mal versuchen, noch eine weitere Situation mit dem Wolfsmann zu triggern. Deswegen, das wird alles noch recht interessant werden. Gut, das Messer haben wir bei ihm gefunden. Das passt alles soweit. Und das sind so die Hinweise, warum man halt auch in dem Keller ihn dann vermutet hat. Der ist dann abgehauen. Und man geht dann halt davon aus, dass der Waffenhändler gelogen hat. Wahrscheinlich, das, wenn überhaupt der einzige Bezug auf dieses Leier-Leier-Ding halt so. Weil er schreibt ja oder sagt ja unten im Keller, dass sein Sohn durch diesen Rückstoß der Flinte da irgendwie ins Wasser reingeprügelt wurde und deswegen ist er da wohl irgendwie ertrunken und er hatte den noch gesucht und hat ihn nicht gefunden und so weiter und so fort. Das ist die Lüge halt tatsächlich, ja, das stimmt. Das ist eine Lüge. Und das, was der Waffenhändler da macht, ist ein Trauma verarbeiten. Und warum er das macht und wieso, das werde ich euch auch noch erklären. Denn da habe ich meine nächste Entdeckung gemacht. Und jetzt kommen wir mal zu der ersten Entdeckung, die ich hier in diesem Text gemacht habe. Jetzt geht's endlich los. Jetzt wird's richtig crazy. Für diejenigen, die mit der griechischen Mythologie-Folge über Rhodes noch keinen Kontakt hatten, den empfehle ich an der Stelle erstmal, schaut euch erstmal die Sonnenanbeter-Folge an über Rhodes. Da wird nämlich erklärt, warum Rhodes auch Bezug zu der ganzen griechischen Mythologie hat. Ja, ich schweife schon wieder sehr, sehr viele Sachen ab, aber im Endeffekt hängt das ja alles damit zusammen, was ich hier gefunden habe. Ich kann es ja nicht anders machen, als dass wir da immer wieder einen kurzen Ausritt in ein anderes Thema machen müssen. Also, in der Folge erkläre ich euch auf jeden Fall ein bisschen was darüber, warum Rhodes da so ist, wie es halt ist und auch so ein bisschen was über die Geschichte, den Sonnenanbeter, den Vater, den wir da wahrscheinlich in Saint-Denis mit seinem Laden gefunden haben und das Kolos von Rhodos ist zum Beispiel bekannt. Es geht alles ein bisschen um Helios, ja? Also Rhodes steht eigentlich so als Plattform so ein bisschen für Helios da. Und als diese Bühne im Real Life wäre das halt das, diese Geschichte um das Kolos von Rhodos. Und deswegen hat man da auch so ein bisschen Anzeichen innerhalb der Stadt, die sich dann irgendwie so in Richtung Helios und griechische Mythologie deuten lassen. Mir ist noch ein weiteres Detail aufgefallen beim Waffenhändler selber. Ich blende euch das mal ganz kurz gleich ein. Die Flagge hatte auch einen Bezug zu Helios. Und jetzt wird's echt interessant. Achtung, kleiner Augenblick. Da haben wir sie einmal. Und hier sehen wir, dass diesem Papst da drauf irgendwie der Kopf da fehlt. Und stattdessen ist da oben halt auch eine Sonne drauf. Und Helios ist ja der Sonnengott, richtig. Deswegen schaut euch die Folge unbedingt an, wenn ihr das noch nicht verstanden habt, denn halt da wird ein bisschen auch was darüber erklärt. Es ist ein sehr, sehr, sehr verzwicktes Rätsel irgendwie oder eine Riesengeschichte, die sich hier irgendwie miteinander verknüpfen lässt, was ich so gar nicht gedacht hätte, als ich angefangen habe, darüber nachzuforschen und so weiter und so fort, hat sich immer wieder noch was Neues ergeben und mir platzt jetzt mittlerweile selber bei der Kopf. Aber das ist erstmal so ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist, weil ich seine Flagge auch mal untersuchen wollte und dachte, was ist das eigentlich für eine... Wir hatten ja diese amerikanische Flagge und dass die so authentisch und originalgetreu ist. Und hier ist halt nichts in diesem Spiel umsonst. Auf alles wird geachtet und auch sogar die Fahne gibt ein bisschen was darüber wieder. So, jetzt redet er da oben. Mutter hat mich von der alten Circe baden lassen. Und ich denke die ganze Zeit, was ist denn das für ein Name? Circe, habe ich noch nie gehört, Und ich gucke so nach und was kriege ich dann darüber raus? Wir gehen mal hier einen zurück und wieder rüber auf meinen Desktop.
Und dann sehen wir hier, Kirke heißt das auch zu Deutsch latinisiert Zirze, daraus Zirze. Das ist, oder das die traditionelle, naja gut, wir gehen mal auf den ganzen Wikipedia-Artikel drauf einfach. So, jetzt wird mein Gesicht auch gleich wieder automatisch ein ganzes Stück heller. Ist eine Zauberin der griechischen Mythologie. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios. Jetzt wird es nämlich wirklich tricky. Und der Okeanide Perse und die Schwester des Königs Aetius von Kolchis und so weiter und so fort, bla bla bla. Das ist jetzt nicht so wichtig. Kirke wird von Homer als Göttin bezeichnet. Sie lebt mit einigen Dienerinnen auf der mit Eichen und anderen Bäumen bewachsenen Insel Ayaya. In einer Waldlichtung bewohnt Kirke ein Gebäude, in dem sie an einem von Göttern geschaffenen Webstuhl sitzt. Besucher der Insel verwandelt sie in Tiere, sodass dort in einem Gehege um Kirks Häuser unter anderem zahme Löwen und Wölfe leben, die Neuankömmlinge umschmeicheln und damit selbst schon einen Hinweis auf die Gefährlichkeit der Verführungskünste Kirks geben. Ja, die hat also in der Geschichte, die kennen auch viele, Odysseus Gefährten in Tiere verwandelt. Und wir behandeln ja jetzt hier das Thema vom Wolfsmenschen. Alleine dieser Name, wenn man den mal nachguckt, merkt man schon, ey, hier geht's ja um was ganz anderes anscheinend. Und es wird immer heftiger. Und glaubt mir, wir sind noch lange nicht fertig. Das ist ein so komplexes Ding geworden auf einmal. Und dafür, dass das 5 Jahre alt ist und noch nicht mal so richtig bemerkt wurde, dass dieser Name alleine schon so auffällig ist, fand ich jedenfalls, also ich habe darüber nichts weiter gefunden. Aber gut, wenn ihr darüber was habt, schickt's mir. Ich lasse mich immer eines Besseren belehren, ne? Ja, jetzt hat er ja dann intensiv davon geschrieben, dass er sogar noch diese Marmelade dann geklaut hat. 2 Mal. Und dass er die alle ganz, ganz schnell auch aufgegessen hat und so weiter und so fort. Ist er jetzt zum Werwolf geworden wegen dieser ganzen Marmelade? Vor allen Dingen, waren wirklich die Götter in Rhodes? Oder wie sollen wir uns das jetzt vorstellen? Also da bin ich jetzt mal gespannt auf eure Kommentare und was ihr davon haltet. Weil hier bin ich noch ein bisschen ratlos so. Also die Dokumente haben wir ja einmal komplett eingeblendet gehabt. Ihr könnt es gerne nochmal, dann könnt ihr nochmal stoppen an der jeweiligen Stelle. Und damit sind wir dann auch fertig. So, ja, also ich habe schon ein paar Mal so drüber gelesen, aber so richtig schlau bin ich noch nicht draus geworden. Aber Freunde, wir sind ja noch nicht fertig. Ich sag ja, das sind mehrere Sachen, die hier zusammenhängen und das ist der Wahnsinn halt, ne? Das ist der absolute Wahnsinn, ist das, glaubt mir. Ich weiß nicht. Dann ist halt alles von der Beschreibung her auf die Sachen, die da unten im Keller sind, passend. Und wenn ich jetzt mal raten müsste, dann ist Circe das Foto, das ich euch zuletzt auch nochmal extra eingeblendet hatte. Jetzt bin ich da selber nochmal mit drauf in dem Screenshot. Na egal. Also, jetzt haben wir mich 2 Mal hier drin. Ist egal. So, das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich dann sogar diese Circe. Die sieht ein bisschen anders aus als die Frau von dem anderen Bild da unten im Keller. Das ist erstmal so Punkt Nummer 1 und dann zeige ich euch mal, sie hat ein blaues Kleid ein, das sehen wir hier gerade. Ja. Und zu Circe selber, wenn wir jetzt mal einfach auf die Bilder draufklicken, hier ein blaues Kleid, ja, hier hat sie zwar ein grünes an, blau, 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 blau. Ja, keine Ahnung. Da müsste man jetzt noch mal ein bisschen mehr reingehen, aber die griechische Mythologie und dergleichen lässt sich jetzt nach diesem Schriftstück hier auf jeden Fall nicht mehr leugnen. Leugnen. Komisches Wort. Jetzt werden wir mal noch einmal ganz schnell nach Rhodes. Und dann klären wir mal noch den Namen Phine. Bis gleich. Jo, da sind wir dann auch wieder in Rhodes. Also, kurz mal hier einmal haben wir hier die Bank von Rhodes und sehen schon diese wunderschönen Säulen und da hatten wir dann halt auch, ich gehe das jetzt nur einmal ganz kurz durch, damit ihr das, ne, aber guckt euch die Helios-Folge auf jeden Fall an, also die mit dem Sonnenanbeter. Hier haben wir diese Uhr mit
römischen Zahlen. Yes! Ja, wer die Folge gesehen hat, der weiß, warum ich da jetzt mich freue, das korrigieren zu können. Gebaut wurde das ganze Gebäude, das muss ich jetzt selber nämlich nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube 56, wenn ich mich nicht täusche. 55. 1855 also. It ain't been this slow in a long time. You ain't lying. Sonst kann ich da jetzt erstmal nichts weiter Verdächtiges drauf erkennen. Ja, dann wie gesagt, dann haben wir halt noch die Flagge vom Waffenhändler. Die hängt hier oben. Hier sehen wir jetzt auch nochmal den Eingang. Wir können auch gleich nochmal reingehen. Da hängen noch ein, zwei andere Fotos. Ja, ganz gut. Danke der Nachfrage. Jetzt gehen wir mal rüber hier zu der Kirche und klären mal noch den Namen Finney, um das Ganze weiter voranzubringen. Denn hier finden wir drei Gräber, die auf den Namen Finney laufen. Man geht davon aus, dass der Waffenhändler Jasper Finney heißt. Und ich weiß gar nicht, wo die den Namen her haben. Steht der da oben dran an der irgendwo muss er ja Jasper Finney, glaube ich, herkommen oder so. Woher die den Namen hatten, da bin ich jetzt selber gar nicht so richtig drauf gekommen, wann er den mal sagt oder was. Also irgendwie kommen die auf jeden Fall auf den Namen Jasper Finney. Und ich sag, den hat er sich angeeignet. Und wie es dazu kommt, da werden wir jetzt nämlich, jetzt wird's richtig crazy. Jetzt sind wir weg von der griechischen Mythologie. Jetzt kommen wir nämlich noch zu einem anderen Rätsel. Und wir untersuchen erstmal die Grabsteine ein wenig genauer. Dafür muss ich jetzt mal auf die Kamera. Nein, einen Augenblick. Ich werde vorher meine Lampe auspacken. Jetzt machen wir mal richtig schön scharf. Das ist jetzt ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es wirklich fies wird von den Entwicklern, was ich so gar nicht gedacht hätte. Und alle haben gedacht, okay, haben sie hier jetzt schon diese Gräber entdeckt? Alles klar, easy. Ja, okay, haben wir den nächsten Hinweis. Alles klar, alles klar. Und dann gucke ich mal genau hin und ich denke, ich werde bescheuert, Alter. Das ist richtig fies jetzt schon. Und ohne Kamera kannst du das nicht lösen. Also ich glaube nicht, dass man das... Ich kann es ja gleich mal probieren, ob ich es in der Ego-Ansicht dann auch hinkriege. Aber ich glaube, das wird echt schwer, weil er eiert ja dann immer rum. In der Kameraführung bist du ja dann ganz ruhig. Du kannst die genauer an eine Stelle positionieren, wenn du es dann irgendwann mal hingekriegt hast. Und dann hast du es halt auch. Aber glaub mir, das ist jetzt echt fies. So, also. Jetzt leg mich mal wieder frei bewegen, bitte. Wir haben hier das Grab von der liebenden Mutter und Ehefrau Nettie May Finney. 1849 bis 1895. Wolfsmann, abgehauen. 1881. 1882, um genau zu sein. Da ist der letzte Eintrag dann halt zum Neujahr hin, ne? So. Nettie May, 49 geboren. 21 geboren, Harvey Finney. Hier liegt der Körper oder der Leichnam von Harvey Finney begraben, 1821 bis 1868. Und er starb an einem gebrochenen Herzen. Und Elsie Finney, liebende Ehefrau von Harvey, 1835 bis 1868. Hier steht nichts darüber, dass sie eine Mutter ist. Aber ich sag mal, das wegzulassen heißt ja nicht unbedingt, dass man nicht eine trotzdem gewesen sein kann, oder? Aber gut, mit den Grabsteinen bin ich mir jetzt sowieso noch nicht so ganz grün. Und jetzt wird's richtig fies. Bei Harvey muss er mal bis nach unten rangehen, richtig? Und dann sieht man auf einmal End Gunshot Wound. Der ist nicht an dem gebrochenen Herzen gestorben, der wurde von der Schrot wahrscheinlich weggewämst. Ja, Gunshot, also auf jeden Fall von einem von einer Schusswunde. Daran ist er gestorben. Und das sieht man nicht, wenn man davor steht. Ich wollte ja mal gerade gucken, ob wir das in der Ego-Ansicht dann sehen würden. Muss man wirklich Red Dead Redemption 2 in der Ego-Ansicht spielen? Also lesen könnte ich es trotzdem noch nicht. Ich müsste mir dann nach wie vor die Kamera holen. Ich würde jetzt gerade mal erkennen, dass da noch irgendwas ist. Naja, okay. Also es lohnt sich schon manchmal, ne? Vielleicht mal den ganzen nächsten Durchlauf gleich in der Ego-Ansicht spielen. Vielleicht haben wir da alle mehr von. Aber es wird alles ein bisschen unklar langsam. Und um eure Köpfe jetzt genauso zum Platzen zu bringen wie mein, die Daten haben wir soweit erstmal. Ihr könnt euch jetzt das gerne nochmal notieren. Macht euch Screenshots.
Ihr habt ja alle Grabsteine im Prinzip schon gesehen. Und hier bei Harvey halt noch den zusätzlichen, dass er bei einer Wunde verletzt wurde. Das muss man erstmal sehen. Da muss man erstmal drauf achten. Also wirklich drauf achten. Ich dachte gerade, da hinten geht die Sonne auf wegen der schönen Lampe hier. Das sieht so toll aus gerade. Ganz, ganz tolle Optik. So, man muss ja auch mal sein. Das dauert ja nun hier alles ganz schön lange auf jeden Fall. Wir sind hier immer noch nicht fertig mit der ganzen Geschichte. Wir gehen jetzt erst richtig rein. Jetzt geht's doch erst richtig los, habe ich euch doch gesagt. Freunde, wir müssen noch nämlich an den nächsten Ort. Wir waren ja schon in Enzberg. Und in Enzberg... Also Fini, da könnte man jetzt erstmal... Oder nochmal ganz kurz über die Grabsteine hier ein bisschen zu reden. Ja, ich will nicht einfach weglaufen, so komplett abschweifen von dem Thema hier. Auch nochmal an hier kurz die Lampe. So. Ich verliere mich ja dann auch ganz gerne mal in meinen Worten und den Gedanken. Und dann muss man so viel hintereinander erklären. Und dann vergisst man nachher irgendwas, lässt irgendwas weg oder dergleichen. Wir gehen mal ganz kurz durch, was wir zu dem Zeitpunkt natürlich dann denken würden, glauben und so weiter und so fort. Nettie Mae Finney ist höchstwahrscheinlich die Mutter gewesen. Sie steht ja hier, die Mutter und liebende Ehefrau. Und von der Zeit her würde es auch einigermaßen passen, wenn sie 49 zur Welt gekommen ist. Damals hat man sehr früh Kinder gekriegt. Dann lasst das Kind mit 67 im Alter von 18, also im Jahre 1867 im Alter von 18 Jahren vielleicht geboren worden sein, schon sehr früh. Vielleicht sogar noch früher. Und dann wäre er 81, als er abgehauen ist, von 67 bis 81, wären 14 Jahre alt. Und dann halt nochmal, wenn man ihn trifft, und man kann ihn ja auch mit Arthur treffen, dann hat man bis 99, 81 nochmal 18 Jahre. Plus die 14, da wäre er 32, würde in etwa hinkommen bei so einem zerzausten Wilden da in der Höhle. In der Zeit sahst du halt auch schon ein bisschen früher, ein bisschen älter aus. Gab halt noch nicht so viele krasse Pflegeprodukte, dies, das, jenes. Also, ne, auch Medizin war noch nicht so weit und so sind halt Menschen auch noch wesentlich früher gestorben. Ich meine, die sind hier alle nicht sehr alt geworden, wenn wir mal drauf achten. 46 Jahre alt geworden hier, ja. Harvey ist auch nicht besonders alt geworden. 21 bis 68, der ist 47 Jahre alt geworden. Und, ja gut, aber er ist auch an der Schusswunde. Wer weiß, wie alt Harvey noch geworden wäre, wenn das Herz nicht gebrochen wäre und die Schusswunde nicht gewesen wären. Ja, und Elsie hat eine ganz kurze Runde gedreht von gerade mal 33 Jahren. Da war auch nicht viel los. Und ich vermute mal, das wird alles auch irgendwie mit einem Todesszenario irgendwie zusammenhängen. Weil jetzt wird's ja... Ich blende euch das einfach nochmal passend ein, damit ihr so ein bisschen den Mystery-Effekt jetzt auch mal langsam mitkriegt hier. Und auch ein bisschen Bock habt mitzurätseln. So, Notizen. Was haben wir denn da? Ich glaube, wie heißt das denn? Zeichnung? Ist das Zeichnung? Ich glaube ja, oder? Das heißt Zeichnung, glaube ich, oder so. Ja, und dann haben wir hier die, genau, Zeichnung des Sohns. Vine, hier ist der Name nochmal. Kriege ich es jetzt hin, das einmal da an der Stelle zu stoppen? Yay! Wenn ihr jetzt richtig ranzoomt, dann habt ihr den Namen auch. Und deswegen habe ich das Ganze auch vorbereitet. So, da haben wir ihn. Da seht ihr es nochmal ganz klar. Ich freue mich, dass ich den Moment selber gerade einmal erwischt habe. Fine, ja? Also. Und das ist dann wohl der Besitzer vom Waffenladen gewesen auf dem Foto. Das sieht zumindest deutlich nicht nach dem Typen aus, der da steht. Also das ist nicht sein Sohn und das ist auch nicht der Typ auf dem Foto. Ganz klar, dass er das nicht ist. Und dass er das nicht ist, das werde ich euch jetzt mit dem nächsten und erstmal letzten komplexen Thema, das eigentlich viele dachten, ist ein eigenständiges Rätsel, haben wir gelöst, ist geklärt. Keine Ahnung, wo der Typ sein soll, aber das Rätsel an sich, den Schatz haben wir gefunden und damit ist das gelöst. Na, ganz so einfach ist es nicht. Wir gehen jetzt das Rätsel so zum Teil durch. Ich werde die Gegenstände nicht nochmal neu finden, denn das ist nicht weiter wichtig. Wichtig ist nur das, was wir an Informationen jetzt zusammentragen können, wo wir dann die Sachen finden. Wer das Rätsel
selber nochmal lösen möchte, der guckt einfach nach, wo das Rätsel selber so gelöst wurde. Ich gehe das jetzt nicht nochmal einzeln durch, weil wir behandeln die Geschichte, ne? Ist klar. Also, wir sehen uns gleich wieder bei Ellensburg in der Nähe. Morning. Und dann zeige ich euch mal was. Also der ein oder andere hat es ja schon gesehen jetzt in dem letzten Video. Und wer hier aufmerksam auf dem Kanal dabei bleibt, der weiß schon, was ich euch jetzt zeigen werde. Und wird dann nämlich auch maximal verwirrt gewesen sein jetzt mit dem, was er schon eben gerade an Informationen gekriegt hat. Und letztes Mal vielleicht mit dem Foto, der kann jetzt schon eins und eins zusammenzählen. Aber für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es geht, werde ich euch mal was zeigen. So, da sind wir wieder zurück in Ellensburg angekommen. Auf dem Weg hierher habe ich eben gerade noch den Wanderer getroffen, den blinden Wanderer, der so ein bisschen an Eli erinnert und dir immer welche Prophezeiungen sagt, wenn du ihm einen Dollar gibst. Er fragt ja immer, ob man was spenden kann. Und der hat mir eben gerade noch einen Spruch reingedrückt. Also ich liebe dieses Spiel, das will ich eigentlich nur damit ausdrücken gerade. Bei dem ich auch immer nicht so genau wusste, was soll ich damit eigentlich anfangen. Habe ich mal nachgeguckt. Das hat jetzt aber jemand gelöst gehabt, und zwar auch erst vor einem Jahr. Also ihr seht, das ist noch lange nicht alles gelöst worden und das macht hier... Oh, Kaffee. Und es macht tierisch Spaß, immer noch was herauszufinden. Oh, Schluck auf und Kaffee. Wunderbar. Und es macht tierisch Spaß, auf jeden Fall noch was herauszufinden. Ja, das werde ich mal in einem kleinen anderen Video mit verpacken, denn meiner Meinung nach war da sogar noch ein GTA 6 Teaser mit drinne. Und ich habe mich halt echt schon bei dem Bild gewundert. Ich denke, das ist aber komisch irgendwie. Das Bild gibt's doch gar nicht im Spiel sonst woanders oder so. Sieht eigentlich so beliebig aus, aber ich glaube, das war wirklich auch ein GTA 6 Teaser. Der liegt nämlich nicht sehr weit weg vom anderen bekannten GTA 6 Teaser in Red Dead Redemption 2, der direkt Hinweis auf Vice City gegeben hatte. Ja, gut. Na, das ist mir eben gerade hier jedenfalls begegnet und das werde ich dann wohl mal in einem Detailvideo für euch mit reinpacken. Wollte ich mal erzählen. So. Was mache ich denn hier oben eigentlich? Ich will in die Mine. Mir ist aufgefallen, ich habe das Bennett-Rätsel gar nicht abgespeichert. Also gehen wir es einfach kurz nochmal zusammen durch. Ich empfehle euch, dass ihr von hier oben in die Mine reingeht. Am Haupteingang der Mine oben stehen zwei Wachen. Und die finden das nicht so prall, wenn ihr euch runtermacht. Das war eigentlich anders geplant, aber es geht schon noch, ne? Machen wir nochmal hier auf volle Leistung. Ja, alles easy. Geht ja auch schneller. So, wenn ihr hier unten seid, müsst ihr eigentlich nicht sehr weit. Und zwar eigentlich nur einmal nach links. Beziehungsweise, nee, Quatsch, nach hinten bloß. Ihr müsst einfach am Ende der Treppe direkt nach hinten. So kommt ihr auch gar nicht in Kontakt mit den Wachen oder irgendwas dergleichen. Und hier habt ihr was zum Untersuchen. Nach Norden zog der Rauch, nach Norden zog Bennett auch. Rotes Dach und grünes Tor. Brüder, so reich war ich nie zuvor. Das ist der erste Teil vom Bennett-Rätsel und der verschlägt euch dann an einen ganz anderen Ort. Und wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz den Zeitungsartikel an, was der uns vermittelt hatte. Drei Brüder aus Ellensburg in Roanoke Ridge haben sich Berichten zufolge gegenseitig umgebracht. Freunde der Familie sagen, dass sich die Brüder Gideon, Ira und Earl Bennett außerordentlich nahe standen, aber sich vor kurzem wegen einigen Goldes verstritten hatten, das einer angeblich dem anderen gestohlen haben soll. In der Vergangenheit hatten die Männer alle bereits Probleme mit dem Gesetz und da endete ja der Artikel. So. Und um über die Bennett-Brüder noch ein bisschen mehr zu verstehen, und das ist mit einer der Sachen, die mich am längsten Zeit gekostet hatten, um endlich diesen Dialog dann zu bekommen, bis er dann endlich mal da war, müsst ihr euch mit einem Camper quasi unterhalten. Und das habe ich alles schon gemacht und aufgenommen und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und da bleibe ich jetzt auch mal dabei und werde das mal nebenbei noch so dann anfangen zu kommentieren. So, dann wollen wir mal Rinder. Und schauen uns das mal an. Hier zeige ich euch einmal ganz kurz den Punkt auf der Karte.
Da könnt ihr den dann finden. Ich glaube, dass das Event eventuell erst ausgelöst wird, wenn ihr einen Hinweis zu dem Bennett-Rätsel gefunden habt. Also zum Beispiel jetzt den unten in der Mine, glaube ich. Kann sein, bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Trigger damit zusammenhängt, dass er dann erst da sitzt, wenn ihr einen Hinweis zu diesem Bennett-Rätsel schon gefunden habt. Und der erzählt euch dann noch ein bisschen mehr über die Bennett-Brüder. Das schauen wir uns jetzt mal an. Da war beim ersten Mal William. Beim zweiten Mal sitzt dann da oben irgendwie ein, oder nee, dann war jedes Mal eine Frau irgendwo da und will, dass man ihr hilft und, ach, fürchterlich, das hat ewig gedauert, bis er endlich mal da war. So where are you from, friend? Kind of all over the place. I am from Mexico. I left because my best friend, a man I'd known my whole life, betrayed me. And why am I telling you this? Because often the company of strangers is the best kind. The closer we get, the more cruel we become. See, you know it too. I don't know how well you know the town of Annisburg, but they tell a story of three brothers, close as can be, until greed destroyed them. They'd found gold together, but one of them ran off with it all. Now, the three of them lie dead. They say the brother marked the spot where he'd hidden the gold with tree carvings until he was followed there and shot dead by one of the other brothers. As far as I know, it's never been found. And neither has the body of my best friend. Und dann verkrümelt er sich jetzt auch wieder. I've rested long enough. Und das war's. Ich loote ihn noch ab und gucke, ob er was hat, aber er hat nichts und da endet dann die Geschichte quasi auch. Ja, so, jetzt machen wir hier mal wieder an, damit wir auch einen Sound zurückbekommen. Wir können diese Mine dann auch wieder verlassen. Mehr gibt es jetzt hier erstmal nicht zu entdecken. Und wir machen uns rüber zur nächsten Stelle, an der dieses Rätsel dann quasi weitergeht und wir dann schon das nächste dicke Ding reingedrückt kriegen, um wieder zurück zur eigentlichen Thematik zu kommen. Ich habe euch gesagt, das wird ein sehr ausschweifendes Ding und ihr wolltet ja solche Sachen, da habt ihr. Bis gleich. Jetzt sind wir erstmal ganz kurz rüber, um eine Sache von dem, was der Camper erzählt hat, zu bestätigen. Gleich in der Nähe von Ennsburg, hier unter dem G und dem D, so ein bisschen in der Mitte, naja, mehr unter dem G von Roanoke Ridge. Da könnt ihr das Grab von einem Bennett-Bruder finden. Ups. Und ja, jetzt sagt die zum Beispiel Theorie vom Strange Man, der ist ja mit einer der beliebtesten Kanäle da im amerikanischen Bereich, die diese ganzen Mystery-Videos da auseinandernehmen, dass, weil Bennett falsch geschrieben ist und eigentlich mit 2 T geschrieben wird, höchstwahrscheinlich irgendjemand aus Ennsburg ihn hier einfach beerdigt hat, als er ihn gefunden hat, dann erschossen. Und ja, kann gut sein. Kann aber auch sein, dass das was mit dem Bruder zu tun hat und mit einer vielleicht sogar vorhandenen Leserechtschreibschwäche. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher. Jetzt wird es ein bisschen dünn und jetzt kommt ihr langsam auch ins Spiel. Ja, ihr seid die ganze Zeit schon im Spiel, aber jetzt kommt ihr so richtig ins Spiel und könnt ja mal eure Kommentare wild unten reinknallen, was ihr denkt, was das hier eventuell alles dann nachher auf sich hat. Also das gesamte Ding, wenn wir hier gleich fertig sind. Wir sind ja noch nicht ganz zum Abschluss gekommen mit den Fakten, die ich soweit zusammentragen kann für euch. Also, hier Ennsburg, Bennett-Bruder, der wahrscheinlich das Gold vergraben wollte, dabei erwischt wurde und dementsprechend erschossen wurde, als sein Bruder ihn erwischt hat. Was so ein bisschen unsinnig ist an dieser ganzen Geschichte, wie sie erzählt wird, ist eben auch, dass jetzt alle drei auf einmal tot sein sollen. Aber ich glaube, der beruft sich einfach nur auf den Zeitungsartikel. Denn
streng genommen erzählt er ja nur, dass ein Bruder den anderen erwischt hat. Ja. Und dass die deswegen jetzt irgendwie alle direkt aufeinander sauer geworden sind, das kann irgendwie gar nicht so richtig bestätigt werden die ganze Zeit. Also, ob wirklich zwei Brüder oder vielleicht nicht sogar nur ein Bruder gestorben ist, das ist so ein bisschen unklar, glaube ich, irgendwie so. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich nehme mal an, es werden wahrscheinlich beide Brüder sein. Und irgendwie hat sich das ergeben. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin selber noch nicht fertig mit. Das ist kein gelöstes Rätsel und ich will ja nicht nur was Gelöstes präsentieren, denn wenn ihr hier die Möglichkeit habt, mitzurätseln und ich da irgendwann nie drauf komme und Gott bewahre, mir irgendwas passieren würde und ich hätte diese Information vorher nicht mit euch geteilt, na, dann habt ihr ja keine Möglichkeit, diese Information zu bekommen, es sei denn, irgendjemand anderes bemerkt es dann mal durch einen Zufall. Und dementsprechend sah ich mich in der Verpflichtung, auch ein ungelöstes Rätsel mal hochzuladen, damit ihr eben die Möglichkeit habt, mitzumachen. Ist doch super. So, jetzt machen wir uns zum nächsten Ort bezüglich dem Bennett-Rätsel, damit wir die ganze Sache hier langsam mal zum Abschluss bringen mit allen Hinweisen, die man da zusammentragen kann. Und dann werden wir mal den Rest zusammenfassen. Nach Norden zog der Rauch, nach Norden zog Bennett auch. Rotes Dach und grünes Tor. Brüder, so reich war ich nie zuvor. Und da sind wir. Rotes Dach, grünes Tor. Brüder, so reich war er nie zuvor. Haut ab ihr, ihr Eichhörnchen, ja? So, dann gehen wir rein hier in die Butze. Was haben wir hier? An dem Kamin war ich, glaube ich, schon dran, ja, tatsächlich. Ungünstig für dieses Rätsel. Habe ich denn den... Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den Barren geholt habe schon oder nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also, hier würden wir dann für gewöhnlich die Karte finden, die ich ja hoffentlich noch habe. Und dafür gehe ich jetzt einfach mal auf das Strangeman-Video. Da wusste ich ja, wo ungefähr die Karte aufgemacht wird. Dann schauen wir uns die einmal ganz kurz an. Da sehen wir sie einmal hier. Ich bediene mich jetzt einfach mal schnell seines Kanals. Und kriegen den Hinweis mit dem Elysium Pool, also dem Elysischen Teich, falls ihr es gerne unbedingt auf Deutsch hören möchtet, bei Annesburg. Und ein Baum ist noch in dieser Zeichnung zu sehen. Und darunter steht dann 20 Schritte nach Norden und 5 Schritte nach Osten. Das sind die Hinweise, die wir hier so auf dieser Karte bekommen. Und wir sehen eine ziemlich eindeutige Markierung am Elysium Pool. Das ist der Elysium Pool hier. Das kann man sehr gut erkennen, wenn wir gleich bei uns auf die Map gucken, was wir auch so gleich mal tun werden. Dann haben wir hier den Elysium Pool in der Nähe. Und so ein kleines Stückchen da drüber, so hier irgendwo in dem Dreh, soll dann wohl was sein. Und ein Baum wurde da auch noch eingezeichnet. So, was können wir hier sonst noch finden? Und jetzt kommt das zweite dicke Ding. Ich kam hier rein und ich hatte erstmal gar nicht dieses Bennett-Rätsel auf dem Schirm, weil ich damals in meinem ersten Durchlauf auch nicht alle Rätsel gemacht habe. Und so ist es halt. Verurteilt mich. Ist zu verkraften, denke ich mal. Ich finde es dann halt umso erstaunlicher, dass das ja zig andere Leute gemacht haben und niemandem bisher anscheinend aufgefallen ist, dass der Waffenhändler einer der drei Gideon, der drei Bennett-Brüder ist. Und zwar unser gesuchter Gideon. Denn da er am Leben ist und sich da irgendwie als Jasper Finney ausgibt und auch der Zeitungsartikel uns sagt... Einen Moment... Ganz am Ende, der Rest vom Zeitungsartikel. In der Vergangenheit hatten die Männer alle bereits Probleme mit dem Gesetz und... Also auf jeden Fall ist er untergetaucht und hat schon mal den Namen gewechselt. Soweit würde ich mal sagen, können wir alle mitgehen. Das ist eine ziemlich eindeutige Sache. Und dass das da der Waffenhändler aus Rhodes ist, denke ich mal, ist auch ziemlich eindeutig. Jetzt ist aber die Frage, wer sind denn jetzt eigentlich die anderen beiden Typen? Ich gehe mal hier raus, ich will es nämlich noch ein bisschen näher einblenden. Dann wird es zwar wieder so ruhig...
Aber so ist das nun mal. Und wem meine Stimme nicht gefällt, der muss halt warten, bis irgendwann ein deutscher Mystery-Kanal existiert, auf dem nur mit Untertitel und Musik. Ich mache auch solche Videos, aber die sind erstens aufwendiger und zweitens, ich rede auch ganz gerne. So, hier haben wir die drei Brothers. Und dann werde ich mal wieder mal die Schärfe einstellen, damit wir das auch vernünftig sehen und erkennen können. Und nicht so. Moment. Also, hier haben wir ihn dann nochmal richtig schön auf. Nee, er geht halt gerade nicht, aber sehr, sehr gut und scharf. Und ich denke mal, das recht eindeutig, aber falls ihr möchtet, ich blende euch natürlich auch nochmal den Waffenhändler ein. Und da ist er dann auch schon. Ja, ich denke mal, das ist eine ziemlich eindeutige Sache. Das kann man gut an den Augen auch erkennen. Er sieht ziemlich gleich aus. Da war er noch ein bisschen motivierter, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt. Oder er sieht einfach glücklicher aus. Er sieht jetzt halt schon ein bisschen fertig aus und dann hat noch diese Geschichte unten im Keller und so weiter und so fort. Also können wir hier auch schon mal eins und eins zusammenzählen und davon ausgehen, dass Gideon, ich würde jetzt mal erstmal vermuten, wahrscheinlich den in der Mitte. Denn der andere, den können wir eventuell noch zuordnen. Da habe ich jetzt verschiedene Theorien. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Schwierig. Aber deswegen zeige ich euch das ja, damit wir jetzt alle zusammen eventuell dann doch noch das Rätsels Lösung bekommen. Und einer dann den richtigen Kommentar unten reinschreibt, das richtige Ding, das die eine Sache hat, die wir brauchen, die dann hier das Licht ins Dunkel bringt sozusagen, so wie der Bar-Spruch in Van Horn. Ja, also, was wir klar sagen können, ist, der hat nicht seinen Sohn verloren, der hat seinen kleinen Bruder umgebracht, als er ihn dabei erwischt hat, wie er das Gold klauen wollte. Und der Zeitungsartikel hat uns auch darauf hingewiesen, als auch der Camper uns darauf hingewiesen hat, dass die Brüder sich wirklich sehr nahe standen. Darauf wurden wir zweimal hingewiesen. Also das ist ein ganz deutlicher Wink nochmal darauf, dass die sehr, sehr stark emotional aneinander gebunden waren. Dementsprechend hat er natürlich ordentlich einen weg, weil er seinen kleinen Bruder umgebracht hat. Und allen Anschein nach hat er den da wahrscheinlich auch noch umgebracht. Wobei das nicht so ganz sicher ist. Und jetzt kommt's. Jetzt werden wir den auch nochmal abgleichen. Eventuell muss ich da ein bisschen was blurren später, aber mal gucken halt. Wir lassen es erstmal so, wie es ist und dann schauen wir mal, wenn wir die 500 Abonnenten tatsächlich demnächst erreichen sollten, dann muss ich mal gucken, was YouTube sagt wegen Partnerschaft überhaupt und bla bla bla. Ich denke mal, mit den ganzen Inhalten von Red Dead Redemption 2 werden wir da, müsste ich eine ganze Menge, glaube ich, wegblurren, damit die Nummer dann überhaupt durchgehen würde. Von daher, aber um das abzugleichen, muss ich euch ja das Material zeigen, das ich da nun mal zusammengesammelt habe. Einen Augenblick. Bei ihm ist jetzt wieder interessant, ob da jemand was von euch zu hat. Ob er da irgendwie was anderes im großen Red Dead Wiki schon gefunden hat, was die Leiche dieses Mannes betrifft. Ich finde, die sehen sich halt ein bisschen ähnlich. Dazu kommt, dass ich diesen Reiter immer in Roanoke, ganz in der Nähe vom Wolfsmann begegnet bin. Ganz in der Nähe von diesem Reed Cottage, wo wir jetzt gerade sind. Das hatte ich euch noch gar nicht eingeblendet, glaube ich. Hier sind wir im Augenblick. Hier drüben ist Deer Cottage. Cottage ist so Hütte. Und Reed Cottage ist sowas wie Schutzhütte, Schilfhütte, glaube ich, kann man, sagt man auch, aber das hat ja mit Schilf nicht so zu tun. Also ich habe halt wegen der Übersetzung geguckt und wir könnten hinten sagen, das ist so die Schutzhütte und das hier ist so die Jagdhütte. Ja? Rehe, Deer, Reindeer, kennt Rudolph the Red Nose, Reindeer und so. Deer Cottage, ja, also das hier die Jagdhütte. Und das ist wahrscheinlich auch der Ort, wo der Wolfsjunge mit seinem Vater dann zusammen irgendwie losgegangen ist. Warum der Typ jetzt unten dann die Zeichnung davon hat. Und dann wiederum muss man ja auch sagen, der... Also jetzt gucken wir uns die Zeichnung erstmal nochmal an. Die wir ja von dem Händler dann quasi... also Waffenhändler, ist schon richtig. Bekommen. Zeichnungen...
Zeitung, wo haben wir das denn? Zeichnungen, da ganz unten war es. Des Sohns. Ja? Die ist von Finey. Also ich mache euch jetzt gleich mal eine Übersicht fertig mit allen Sachen, die wir dann so zusammengetragen haben, damit man das mal irgendwie veranschaulicht, ein bisschen einen kleinen Überblick darüber bekommt und vor allen Dingen auch, was die ganzen Daten betrifft, weil ich weiß nicht, ich komme da einfach irgendwie nicht so ganz voran, ich bin noch nicht so ganz schlau draus geworden. Und dann gibt es ja auch noch Fotos vom Waffenladen in Rhodes an der Wand, die noch ein paar andere Gesichter zeigen, meiner Meinung nach. Und jetzt habe ich eventuell eine ganz kleine Theorie gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich das auch gleich noch wieder auf die Reihe kriege. Das ist echt halt komplex. Und dann dieses Circe-Thema habe ich auch noch nicht weiter was zu rausbekommen. Das habe ich ja vorhin erst, als ich angefangen habe mit dem Video, mich so vorzubereiten, habe ich gedacht, ach siehste, das wollte ich ja auch noch nachgucken. Und dann habe ich dieses Ergebnis bekommen und gedacht, na ganz toll, das verkompliziert die ganze Sache ja nur noch mehr. Ich dachte, das wäre halt einfach nur irgend so ein Name. Ich wollte nach der Namensbedeutung mal so gucken. Habe gedacht, okay, vielleicht. Und dann war es halt so viel mehr Informationen, die mir durch diesen Hinweis griechische Mythologie wieder und so weiter. Es ist halt ultra komplex. Das hätte ich niemals gedacht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja. So, dann haben wir halt noch diese, jetzt wieder interessant, halt auch noch zwei Leute da hinten in dem Haus. Sind das die beiden Fineys, die zum gleichen Zeitpunkt gestorben sind? Ist das die andere Finey da hinten, die gestorben ist? Der Spruch sagt, weil sie Idioten nicht ausstehen konnte, oder weil sie Idioten nicht mehr ertragen konnte. Das war die Finey, die ganz links, Nettie May, von 1849 bis 1895. Und sie starb, weil sie Idioten nicht mehr ertragen konnte. Wer war denn der Idiot? Der Waffenhändler? War der mit ihr verheiratet? Hat er da reingeheiratet? Oder hat er einfach seinen Namen geändert, als er untergetaucht ist? Hat dann geheiratet? Und hat den Vater erschossen? Hat sich selber vielleicht als, aber das macht keinen Sinn. Jetzt kommt wieder dieses Ding mit dem Datum und so weiter und so fort. Und jetzt kommt noch hinzu, dass der Name ja falsch geschrieben war, dass er so übelst kindlich zeichnet, weil ich nehme mal an, die Zeichnung wird nicht der Sohn angelegt haben. Ich habe fast die Vermutung, die hat vielleicht sogar der Waffenhändler selber gemacht. Wenn der jetzt eine Leserechtschreibschwäche hätte, dann würde der ja eventuell auch die Daten auf den Grabsteinen vertauschen, falls er das da alles so eingeleitet hat. Und da die ja Dreck am Stecken hatten, ist dem ja jetzt gerade alles zuzutrauen. Also ihr merkt, das ist halt äußerst kompliziert. Da wird man nicht so richtig schlau draus. Diese ganzen neuen Erkenntnisse machen die Sache nur noch komplizierter, als sie vorher war. Also was wir dadurch eindeutig zuordnen können, ist den Wolfsmenschen nach Rhodes, dass der wirklich da irgendwie was mit zu tun hat. Alleine schon wegen diesem Circe-Ding und weil ganz Rhodes eben auf Helios aufbaut. Und Circe nun mal griechische Mythologie, die Tochter von Helios ist. Also ist das wohl ein ganz klarer Hinweis in die Richtung. Dann, dass sie Tiere verzaubert oder Menschen zu Tieren verzaubert hat. Und der Wolfsmensch, sagt er das Wort selber schon, ne? Brauche ich nicht erklären, glaube ich. So. Ich mache mal eine ganz kleine Übersicht fertig. Da muss ich mal einen ganz kleinen Augenblick was zusammenbasteln mit allen Fotos und allen Fakten, die wir haben, die Daten. Und dann schauen wir uns das nochmal zusammen an. So richtig wie so eine Ermittlerwand jetzt hier. Und dann gucken wir mal, was wir da zusammentragen können. Bis gleich. Yo, 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 ihr Lieben. Über eine Stunde habe ich jetzt an dieser Schulreifenpräsentation gesessen. Jetzt haben wir meine kleine Detektivwand jetzt hier für euch zusammengebastelt und nochmal die wichtigsten Fakten zusammengetragen, die wir jetzt hier eingesammelt haben. Und so sieht das Ganze dann aus. So, jetzt muss ich selber nochmal drauf schauen und mit euch das nochmal ein bisschen kurz durchgehen. Also, wir haben oben erstmal die drei Szenarien sozusagen, wie wir sie kennenlernen. Wir haben einmal dieses Bennett-Szenario, in das wir eingeführt werden in Ennsburg. Und erfahren, dass das alles 1896 stattgefunden hat, diese Trennung der Bennett-Brüder und der Vorfall mit dem Gold. Das Gold können wir uns auch noch krallen da unten beim Pool, aber da werden wir nicht weiter viel finden. Da finden wir halt die Stelle, wo das dann wahrscheinlich alles passiert ist. Wen es interessiert, wie gesagt, dann schaut rein in das Lösen von diesem Bennett-Rätsel. Das bringt uns jetzt aber nicht mehr wirklich weiter, weil da nichts an sich ist. Also den Ort könnt ihr natürlich gerne untersuchen
Und wenn ihr da was findet, dann lasst es uns wissen, damit wir das Ding hier noch geknackt kriegen auf jeden Fall. Dann haben wir die zweite Situation, in die wir anfangs reinsteuern, nämlich das ganze Szenario, also eigentlich die allererste Situation überhaupt, in die man reinsteuert, ist das Szenario im Keller unten. Ich mach mal auf Pause, dann haben wir den Sound da nicht so. 1899, unten im Keller, lernen wir diesen Matrosenjungen kennen und wir finden das Bild. Und wir können uns von dort aus dann noch auf den Friedhof begeben und finden diese drei Grabsteine. Dann haben wir in der Bude selber beim Waffenhändler auch noch einige Fotos, die wir jetzt hier auch mit eingearbeitet sehen. Da habe ich jetzt ein, zwei nicht gezeigt, als wir reingegangen sind. Das tut mir auch leid. Aber die hängen da an der Wand. Ich erkläre es euch auch gleich noch. So, rechts oben sehen wir das Bild 1881, Wolfsjunge und Vater. Ich nehme mal an, das wird der echte Jasper Finney sein, den wir weder im Abspann sehen, da er nicht synchronisiert wurde, deswegen sehen wir ihn auch nicht im Abspann. Wir sehen aber auch nicht Gideon Bennett, damit wir nicht wissen, wer der Synchronsprecher war und das Rätsel somit gelöst bekommen. Das heißt, es wird, also könnt ihr ja mal drauf achten, im Abspann seht ihr nicht den Waffenhändler. Das ist schon mal so ein deutlicher Hinweis dafür, dass es eventuell auch noch gelöst werden kann. Ich weiß nicht. Na gut, wir gehen mal weiter. So, also. Bei dem Bruder, den ich eventuell zuordnen kann, bei dem ich mir nicht sicher bin, dieses schöne, schreckliche Bild, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich es nicht nachträglich noch blurren sollte. 1899 gefunden. Er ritt einfach durch den Wald auf einem Pferd. Ihr habt die Situation bestimmt schon mal erlebt und stirbt dann direkt noch, während ihr so auf ihn zureitet. Er kippt dann einfach vom Pferd runter. Wenn ihr den durchsucht und auch das Pferd, dann könnt ihr bis zu 5 Goldzähne finden. Beim anderen Mal ist mir das Pferd abhanden gekommen und da habe ich nur bei ihm selber 4 Goldzähne gefunden. Aber insgesamt habe ich einmal 5 Goldzähne gefunden, das Maximum an Goldzähnen, das man bei sich tragen kann. Das heißt, es ist so ein kleines Indiz, dass der da irgendwo durch die Gegend gezogen ist, war auf der Suche nach Gold, goldgierig. Vielleicht ist das der Bruder. Rein optisch würde er einigermaßen passen. Da könnt ihr aber auch gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr das anders seht. Aber bei der Optik vom Waffenhändler zu dem Foto der Bennett-Brüder, denke ich mal, da sind wir uns recht einig, dass das auf jeden Fall der Typ ist, da er ja auch nicht eindeutig gestorben ist. Nach der Geschichte vom Camper her ist da zwar was vorgefallen und ein Bennett-Bruder ist ganz definitiv gestorben und deswegen auch das Kreuz in der Mitte, das circa 1896 da ja dann wahrscheinlich aufgestellt wurde. Der Name war falsch geschrieben auf dem Kreuz, das habe ich nochmal als Information mit dazugegeben. Die drei Grabsteine in Rhodes. Da haben wir diese zusätzliche Information noch. And Gunshot Wound, das habe ich euch nochmal mit dazu geschrieben. Jetzt gehen wir nochmal nach rechts. Obwohl ich so groß angekündigt hatte, die drei Grabsteine. Aber jetzt gehen wir doch nochmal nach rechts. Also, dann finden wir ja den Wolfsjungen. Das ist somit eine der nächsten Situationen, in die man reinsteuern kann und sich dann wundert, was ist denn jetzt hier los? Die wird ausgelöst wahrscheinlich durch den ganzen Waffenhändler-Vorfall. Dadurch kommst du dann in diese Wolfsjunge-Situation, bei der ich mir nach wie vor also nicht sicher bin, ob die nicht noch ein bisschen weitergehen kann. Ich glaube, das könnte noch eine dritte Begegnung geben. Kommt halt erstmal vielleicht auf die Ehre drauf an oder man läuft halt einfach weg und geht dann ein paar Tage später wieder hin. Man ist irgendwie, wenn man die Wölfe nicht tötet, müsste er ja glücklich bleiben. Dann würde er ja weiter da leben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Bei dem Bild an der Wand, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nun wirklich Circe sein soll oder ob das nicht vielleicht diese Elsie sein soll, die wir ja irgendwie nicht so richtig zuordnen können und die bereits 1868 gestorben sein soll. Und da kommen wir jetzt gleich unten zu der Theorie, die erkläre ich euch dann, wie ich das meine. Ja, und ich habe nochmal dazu geschrieben, weil er so die Marmelade betont hat. Weiß nicht. Wurde er durch Circe vielleicht verzaubert? Ist das ein Wolfsjunge geworden? Plus, er schreibt in seinem komischen Buch, den Autor habe ich gesucht, da finde ich leider nichts zu. Jeremiah Stanfield Winthrop. Es gibt zur Not nochmal im Video zurück, da steht der Name, den brauche ich jetzt hier nicht hinschreiben. Habe ich aber nichts gefunden. Er schreibt aber mein Leben unter den Bäumen und er schreibt, dass der Junge bei einer Adoptivfamilie war. Adoptivfamilie, ich hoffe, das Wort wurde gerade nicht von der Rauschunterdrückung verschluckt. Ist unser Wolfsjunge vielleicht auch nur adoptiert? Und jetzt kommen wir nämlich zu der Theorie. Also, Nettie May ist eventuell die Frau von Jasper, unserem waffengeilen Jasper, ja?
Die haben vielleicht dann diesen Wolfsjungen adoptiert. Das brach dem Vater, von dem wir da so ein Foto an der Wand sehen, den ich ja nicht richtig zuordnen kann im Waffenladen. Das ist unten in der Mitte, seht ihr ja Harvey und Elsie. Mag vielleicht auch das andere Foto, ist vielleicht auch nicht Circe, sondern Elsie. Kann sein, bin ich mir nicht sicher. Ist nur eine Theorie an der Stelle, ja. Also nagelt mich nicht darauf fest, dass das jetzt mein endgültiges Ergebnis ist. Ich trage ja hier für euch nur die Fakten zusammen. Harvey hatte vielleicht ein gebrochenes Herz, weil die den Jungen adoptiert haben, weil da irgendeine... Und jetzt fehlt mir leider ein bisschen das Wissen aus der griechischen Mythologie. Da muss man sich ja dann anscheinend mal echt ein bisschen einlesen. Und vielleicht kommt man dann noch ein bisschen mehr auf das Ergebnis oder weil irgend so eine besondere Geschichte in der griechischen Mythologie, bei der man dann sagt, ach so, ja, okay, alles klar. Aber das fehlt mir im Augenblick noch. Ja, keine Ahnung, vielleicht hatte der halt ein gebrochenes Herz, weil die den adoptiert haben, weil die dann da irgendein Ritual durchgezogen haben, weil das irgendwas mit dieser Circe zu tun hatte oder was. Und daraufhin nehme ich mal an, und das ist jetzt wichtig, weil der Vater, das ist auf jeden Fall so ein eher Gedanke, an dem ich die ganze Zeit festhalte. Nur warum und weshalb, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich nehme aber mal stark an, dass Jasper, also der echte Jasper, seinen Vater umgebracht hat, Harvey, weil der ja so besonders krass auf Waffen abging. Das sagt ja der Sohn auch und das hören wir ja auch raus, dass er da so besonders halt, ne, und sein Vater nie enttäuschen wollte und so, dass der da immer besonders jagt und so weiter, ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Jasper seinen Vater erschossen hat. Jasper finden wir ja auch nicht. Jasper wurde dann von seiner Frau, Nettie May, 1895 verlassen, beziehungsweise die ist gestorben, weil sie es einfach mit Idioten nicht mehr weiter aushalten konnte. Der Idiot, der auch seinen eigenen Vater erschossen hat. Das ist so meine Theorie gerade. Ich hoffe, ihr konntet dem jetzt gerade ein bisschen folgen. Ja. Aber wo ist dann Jasper? Das habe ich jetzt auch dahin geschrieben. Also, vielleicht hat die Göttin ihn ja auch mit diesem Wolfsjungen dann irgendwie bestraft oder irgendwas dergleichen. Das sind so Gedankengänge. Ja, und weil der Vater gegen diese Adoption war, war er halt enttäuscht und das ist irgendwie dann eskaliert. Jasper hat seinen Vater getötet. Irgendwie so. Und auch seine Mutter. Keine Ahnung. Die starben ja im selben Jahr. Deswegen ist eine Möglichkeit, dass er irgendwie seine Eltern da umgebracht hat oder sowas halt. Keine Ahnung. Und als Strafe dafür ging das dann mit dem, kam das Ding mit dem Wolfsjungen oder irgendwie so. Ja. Das ist ja jetzt der Punkt, warum ich euch das zeige. Also kein Grab für Jasper, den suchen wir nach wie vor eigentlich. Wo Jasper jetzt der echte Jasper ist, weiß keiner. Und was hat Circe damit vor allen Dingen zu tun? Ja, und Gideon Bennett, die Seite schließen wir dann auch noch ab, was ich dahin geschrieben habe. Der erschoss auf jeden Fall seinen Bruder, das ist klar. Das haben wir jetzt aus der Story soweit rausgeklärt. Vielleicht sogar beide. Bei dem Links da mit den 5 Goldzähnen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich der Bruder ist. Und warum der dann 5 Goldzähne hat, das... Er sieht nur rein optisch, würde der voll gut passen und er reitet halt immer genau da hinten in dem Gebiet rum. Als ich da meine ganze Videokollage zusammengestellt habe, für euch die ganzen Informationen zusammengetragen habe, da ist er dann, weil ich es nicht nur einmal versucht habe, weil da ein paar mehr Vorfälle waren, aber immer wieder kam er da mal vorbei. Also bestimmt 3-mal habe ich ihn da bestimmt mal gesehen. Und ist immer dasselbe Outfit, immer Goldzähne und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Jasper dann ja wohl Gideon hat dem originalen Jasper die Identität gestohlen und ja, wie gesagt, Jasper Fine ist nach wie vor verschwunden und vermisst, da weiß ich nicht, wo der sein soll. Das heißt, wie können wir jetzt diesen Steckbrief lösen und der Lügner, also unser Leier, so wie es ja auch in dem Keller bei ihm dran steht, der erfand dann wohl anscheinend die Geschichte über diesen Jungen, der, ne? Der Hinweis darauf, dass das alles nur erfunden ist, ist ja dieses Leier unten bei mir im Keller. Also in meinem Gedankengang ist das der Hinweis dafür, dass seine Geschichte eh nur erfunden ist. Was ja eigentlich auch klar ist, weil er der vermisste oder der verschwundene Gideon Bennett Bruder ist. Meine Fresse, ihr merkt, das ist halt so komplex geworden auf einmal. Man fängt so an, ich dachte, ich mache ein Video über den Wolfsmenschen für euch. Und dann denke ich so, ja, die Theorie ist ein bisschen dünn und dann stoße ich auf einmal während meiner Suche auf dieses Foto und denke, hä, das ist doch der Waffenhändler. Dann merke ich aber, dass es das Bennett-Rätsel eigentlich ist und so weiter und so fort. Und auf einmal stehst du da und denkst, das sind ja 4 Sachen, die da alle zusammengehören. Wir haben jetzt den Sonnenanbeter, wir haben
den Waffenhändler mit seiner Story unten im Keller. Dann haben wir den Waffenhändler aber auch als eigentlich Gideon Bennett in Ennsburg. Und wir haben den Wolfsjungen auch noch unten in seiner Höhle, der auch noch dort dazu gehört. Also wenn euch da nicht irgendwie auch der Kopf anfängt zu platzen, dann weiß ich jetzt nicht mehr. Und mehr kann ich jetzt auch eigentlich nicht mehr dazu sagen. Das ist es jetzt eigentlich. Ich habe gerade geguckt, nicht, dass das Mikrofon aus ist. Dann hätte ich aber mal einen Überanfall gekriegt, glaube ich. Jo, schreibt mir jetzt mal gerne mal richtig fleißig in die Kommentare, was hier los ist, was ihr glaubt, was da noch irgendwie sein könnte. Und dann wünsche ich euch mal richtig viel Spaß an diesem Wochenende bei der Suche nach weiteren Hinweisen im Falle Gideon Bennett, Jasper Finney, Wolfsjunge und beim Versuch vielleicht, mein Ansatz wäre so, versucht mal ein drittes Event mit dem Wolfsjungen auszulösen. Ich glaube, da sehe ich die größten Chancen, wie man weiter vorankommen kann. Man muss dem irgendwie noch freundlicher begegnen, glaube ich. Das ist so meine Theorie im Augenblick. Ich werde euch wissen lassen, was dabei rauskommt, wenn was dabei rauskommt und ansonsten werde ich nie wieder was dazu sagen. Bleibt stabil und gesund, habt Spaß beim Spielen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser präzisen Analyse jetzt der ganzen neuen Hinweise, die ich da erhalten habe. Und wie gesagt, lasst es mal richtig schön krachen in den Kommentaren. Würde ich mich drüber freuen und lasst mal ein bisschen Liebe da. War sehr, sehr aufwendig, das hier alles jetzt so zusammenzutragen. Vor allen Dingen dieses Bild hat mich jetzt gerade nochmal eine Stunde gekostet. Diese ganze Sache so halbwegs übersichtlich, dass das auch für euch dann halbwegs verständlich ist. Hoffe ich jedenfalls. Ich sag ciao, ciao mit Gyros TV. Thank you.